Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer brandneuen Runde Vampire the Masquerade V5. Das erste Mal in der vollkommenen Besetzung, in der vollständigen Besetzung. Und ja, wir spielen die neue Edition von Vampire the Masquerade, die V5. Wer die Vorgeschichten von Bruce und von Samantha noch nicht gesehen hat, der kann das ja nach dem Stream noch nachholen. Und von den anderen beiden gibt es hoffentlich bald auch noch ein bisschen Prelude-Input. Werden wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich spiele nicht alleine heute Abend, wie ihr vielleicht so ein bisschen sehen könnt. Da habe ich vier Leute mit dabei, die Vampire spielen heute. Und das ist auch gleich ganz gut für einen Disclaimer vorneweg, denn Vampire the Masquerade spielt in der World of Darkness. Das heißt, es wird zu Szenen kommen, die fürchterlich böse und eklig sein könnten. Und auch unsere Spieler spielen nicht unbedingt die freundlichsten Personen unter der Sonne, denn sie sind Vampire. Das heißt Geschöpfe der Dunkelheit und der Nacht. Wenn ihr mit diversen Themen einer düsteren Welt Probleme habt, dann empfehle ich euch umzuschalten auf Hogwarts. Das ist vielleicht etwas besser. Dann guckt ihr bei Mischka. Oder allgemein irgendwie einen anderen Stream. Gibt ja genug davon. Genau. Hier kann es zwischendurch sein, dass unsere Leute hier böse Sachen machen, fiese Dinge tun. Und das tun aber die Spielfiguren und nicht die Spieler oder Spielerinnen selber. Denn eigentlich sind wir fünf hier ganz nette Menschen, glaube ich. Und ja, würden niemals irgendwelche bösen Dinge tun, die unsere Charaktere sind. Wir spielen ja nur, nicht wahr? Gut. Aber jetzt stelle ich euch mal vor, wer hier mitspielt. Ich mache mal Ladies First. Wir haben Dr. Angela gespielt von Lilio. Hallöchen. Und wir haben Samantha gespielt von Feramin. Hallo. Und wir haben den Araiguma, der spielt den Isaiah. Ich habe es Guten richtig Abend. ausgesprochen. Yes! So. Also ich meine, man könnte jetzt Isaiah, aber. Na gut, okay. Verdammt. I see, ja, okay. Ich schreibe es mir auf. I mit II. Genau, wie das See. Ei, der See und Seeherr. das A. Den Eiseeherr. Und last but not least spielt der Kakko heute uns den Bruce. Guten Abend. Ja. Okay. Ja, wir spielen in der Welt der Dunkelheit in der jetzigen Zeit 2018. Wir spielen in Amerika im Wüstenstaat Texas, kurz vor der mexikanischen Grenze. Das heißt viel Sand, viel Staub, viel Wüste, viel Berge und ja, eine kleine Stadt, deren Name nicht genannt werden darf, mit mindestens vier Vampiren darin. Einige länger, andere nicht so lange in der Stadt zugegen. Und wir werden heute herauskriegen, was denn unsere vier Vampire in dieser kleinen Stadt überhaupt machen, warum sie da sind und ob sie das denn überhaupt so toll finden, hier zu sein. Falls ihr die V5 noch nicht kennt, gegenüber der alten Vampire the Masquerade hat sich einiges im Hintergrund getan und vielleicht wird das zwischendurch noch irgendwie anklingen. Ich versuche jetzt mal nicht zu viel vorneweg zu erklären. Vielleicht erklären wir es lieber, wenn es vorkommt. Und wenn ich daran denke, werde ich auch ein paar der neuen Regeln auch hin und wieder noch ein bisschen breiter erklären als als es jemand bräuchte, der das schon kennt. Wir haben ja Gott sei Dank jemanden in der Gruppe, der eine schöne Regelzusammenfassung in unser Gruppendoc geschrieben hat. Das heißt, ich brauche da auch nur ganz schnell nachgucken, wenn ich irgendwas suche. Perfekt, ja. Danke, Feramin.
So, ja, wir starten aber in die Nacht hinein, weil am Tag Vampire zu spielen ist ein bisschen langweilig, es sei denn, man würde Dünnblüter spielen. Ja, hat jemand irgendwie Lust anzufangen? Weil ihr kennt euch alle noch nicht, seid euch noch nie über den Weg gelaufen. Unsere Zuschauer kennen zumindest einen Teil der Geschichte von Samantha und von Bruce, von Dr. Angela und von Isaiah, haben sie überhaupt noch nie was gehört. Vielleicht fangen wir mit einem von den beiden dann an, oder? Liebend gerne. Wenn ich da der Isaiah mogelt sich schon wieder nach vorne. Darf. Wie ja. Ich das nun mal so mache. Ja. Was machst du denn in dieser kleinen Stadt, deren Name nicht genannt werden darf? Was mache ich in dieser kleinen Stadt? Naja, Isaiah, ich bin Vampir, ich bin quasi von meiner Erzeugerin hier hingeschickt worden, mit eigentlich einem relativ einfachen Ziel. Wir versuchen uns hier eine kleine, ich sag mal, erweiterte Machtbasis aufzubauen. Wir wollen hier den nächsten Bürgermeister auf den Thron setzen, nicht den Vampirprinz, keine Ahnung, kenne da keinen. Aber ich soll dafür sorgen, dass hier demnächst jemand das Zepter schwingt, indem ich sage, wo es lang geht. Und was aber keiner weiß, ich bin quasi strafversetzt. Ich habe vor ein paar Wochen quasi bei meiner Chefin, bei meiner Erzeugerin, einen Job richtig verbockt. Und deshalb hat sie gesagt, okay, hau ab. Mach dich mal nützlich, irgendwo, wo du nicht störst. Also bin ich jetzt am Rand von Mexiko quasi in Texas und sehr frustriert. Ich habe mir, wie das einem Anwalt gebührt, eine kleine Briefkastenfirma in einer Souterrain-Wohnung eingerichtet. Wie das jeder Anwalt macht mit einer Briefkastenfirma, ne? Jeder Anwalt. Und an diesem Abend wache ich quasi gerade in meinem Schlafzimmer, in meinem Büro auf, sozusagen. Mhm. Wie hast du das denn lichtdicht gekriegt über den Tag? Zunächst mal habe ich sehr gute Jalousien einmal und außerdem habe ich von innen die Fenster vernagelt und dann darüber noch Folie geklebt. Sicher ist sicher. Ja. Ich lege Wert darauf. Also diese Sache mit der Sonne, da muss man also, ja, das. Die Frage ist jetzt natürlich, lässt du deine Bürofenster, falls Kundschaft kommt, jetzt vernagelt? Ja, also idealerweise kommt keine Kundschaft zu mir. Ah, okay. Idealerweise. Du erwartest also gar keine Kundschaft. Ich erwarte, dass Leute mich anrufen, wenn sie Probleme haben. Und dass ich zu denen komme, um diese Probleme zu lösen. Das ist mein Job. Mhm. Okay. Ich bin quasi Problemlöser für die Reichen und Mächtigen. Und ich handle mit Gefallen. Und glücklich bin. Also ich bin Vampir. Tja. Ja, du hast vielleicht du bist schon ein bisschen länger, irgendwie ein knappen Jahr oder so, habe ich mir aufgeschrieben, dreiviertel Jahr irgendwie Vampir, hast du schon genau. Ein bisschen was von der Vampirgesellschaft mitbekommen, zumindest das, was deinen Clan angeht. Hast gesehen, dass die Hackordnung doch relativ unbarmherzig ist und hast vielleicht auch ein bisschen abgeschlossen mit deinen menschlichen Ambitionen. Weil nun am Tag nicht raus können, ist jetzt natürlich für eine menschliche Karriere ein bisschen suboptimal. Ja, vor allen Dingen als Politiker, und das Ziel war stets, Politiker zu werden und aufzusteigen, als ehemaliger, als Absolvent von Yale Law School, prestigeträchtige Uni, ehemaliger Burschenschaftler, all diese netten Dinge. Ja, umso merkwürdiger ist es, dass du knapp eine Woche in dieser Stadt schon verweilst, in diesem kleinen Städtchen. Es ist eine Kleinstadt, also es ist jetzt kein Dorf oder so, es ist wirklich eine Kleinstadt. Umso merkwürdiger ist es für dich, dass du jetzt hier eine Woche schon verweilst, niemand dich irgendwie darauf angesprochen hat, doch dich vielleicht irgendwo mal vorzustellen. Keiner hat irgendwie
Anstoß daran genommen, dass du trinkst irgendwo vielleicht in irgendwelchen Bars, wo du unterwegs warst. Hast du keinerlei Leute deiner Art getroffen oder keiner hat irgendwie versucht, dich anzusprechen, irgendwie dich rauszuschmeißen, zu sagen, hey, was machst du denn hier, verpiss dich. Ja, vielleicht ist diese Stadt sogar vampirfrei. Wer weiß, nach der zweiten Inquisitionswelle kann es ja sein, dass die Menschen hier so einiges aufgeräumt haben. Das könnte deinen Plan natürlich in die Handykarten spielen. Es ist immer am besten, der größte Fisch im kleinen Teich zu sein. Ja, so machst du vielleicht ein paar Recherchen, weil du willst ja an den Bürgermeister heran. Und wie der Zufall es möchte, ist natürlich auch demnächst deine Bürgermeisterwahl. In ein paar Monaten. Und was zusätzlich ist, was unsere Zuschauer, die die Preludes gesehen haben, vielleicht von Bruces Prelude wissen, der jetzige Bürgermeister hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, denn es ist gerade ein massiver Skandal. Er wollte Popstars in die Stadt holen, hat extra im städtischen Park eine Bühne aufbauen lassen und für teuer Geld gekauft. Und naja, und dann haben die abgesagt und jetzt ist da quasi so eine Freilichtbühne im Stadtpark, wo man Bäume abgeholzt hat und alles Mögliche. Und ja, da tritt aber keiner auf. Und eigentlich ist es umsonst da. Das war ein Riesenskandal. Ja, war in allen Zeitungen und ja. Eigentlich sind alle daran, die ganzen korrupten Politiker, fürchterlich. Also die ganzen Bürger dieser kleinen Stadt, das hast du mitgekriegt, sind da ziemlich sauer auf den jetzigen Bürgermeister. Ich bin ganz, ganz groß darin. Korrupte Politiker, das ist mein Fachgebiet. Genau, Drex hat schon richtig, Ed Sheeran war gebucht, genau. Ja. Ja, dein Fachgebiet. Welches Fachgebiet? Mein Fachgebiet ist, Politikern zu helfen, Probleme aus dem Weg zu räumen. Ich bin so jemand, ich habe früher Wahlkampf gemacht, als ich noch gelebt habe. Da war das noch eine ziemlich einträgliche Sache, weil da konnte man ja auch tagsüber durch die Gegend laufen. Da konnte man halt auch schon mal 80 Stunden die Woche arbeiten. Jetzt ist das schwieriger. Also habe ich mich darauf verlegt, ich sag mal, die nächtlicheren Probleme zu lösen, quasi in der Tradition meiner Erzeugerin, die auch, ich sag mal, ein größerer Fisch in diesem Teich ist. Die ist aber jetzt nicht hier. Ja, das ist richtig. Und deshalb muss ich jetzt im Grunde genommen erstmal Kontakte knüpfen zu der, ich sag mal, den oberen 120 oder wie viel es von denen hier gibt. Ja, schauen wir nachher mal, ob hier Isaiah da Kontakte knüpfen kann und widmen uns der akademischen Obrigkeit dieses Streams, Dr. Angela, ja, jetzt Doktor. Welcher Doktor bist du denn? Angela war zu ihren Lebzeiten tatsächlich Doktorin, und zwar Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Gynäkologie. Sie hat auch eine eigene Praxis gehabt, in den eher schlechteren Teilen der Stadt, San Antonio, wo sie aufgewachsen und studiert hat. Sie war sehr aktiv in der linksextremistischen Szene, eine sehr laute Feministin, Pro-Choice-Anhängerin, so weitgehend, dass sie sogar illegalerweise Abtreibungen durchgeführt hat in Nacht- und Nebelaktionen, weil sie hat sich halt in der Pflicht gefühlt, den Frauen, die sonst keinen Ausweg gefunden haben, in ihrer Klinik Hilfe zu bieten. Relativ kurz bevor sie zum Vampir geworden ist, wurde sie allerdings während einer Demonstration, die auch illegal war, gefasst, und während der darauf folgenden Untersuchungen wurde halt auch festgestellt, was in ihrer Klinik alles so passiert ist, weswegen sie ihre Lizenz, um als Doktorin zu arbeiten, verloren hat. Relativ kurz daraufhin, wie gesagt, wurde sie halt von ihrem Sire in die Vampirgemeinschaft aufgenommen. Und dieser hat sie dann eine Zeit lang mit sich mitgenommen. Riesengroßer Roadtrip, um so ein bisschen Chaos zu stiften.
Adam war da, also mein Sire Adam war immer schon so ein bisschen mehr der Haut drauf Typ, so. Und das habe ich eine ganze Weile lang mitgemacht. Aber irgendwann einmal war es dann doch zu wenig. Chaos und so, beziehungsweise alles gegen die Obrigkeit ist zwar schön und gut, aber irgendwo ist Angela immer noch eine Ärztin und da ist immer noch so diese Gedanke im Hinterkopf, dass du eigentlich auch Menschen helfen, also, beziehungsweise ja, doch, ja, leben und leben lassen und Leuten helfen und sowas. Das gehört irgendwie immer noch so ein bisschen dazu, zu deinem Sein einfach. Und deswegen haben sie und Adam sich so ein bisschen auseinandergelebt einfach. Und eines Tages hat er sie quasi einfach abgesetzt und ist weggefahren, mehr oder weniger. Und zwar in dieser Stadt. Und sie kennt jemanden in der Stadt, Lillian, ihre beste Freundin. Sie hat Adam gebeten, vielleicht kurz dort Halt zu machen, um sich zu verabschieden von ihrer besten Freundin, weil sie dachte, na gut, wir fahren weiter wahrscheinlich. Und ja, das hat sie getan. Als sie zurückkehren wollte, war Adam nicht mehr da. Ja. Und deswegen ist sie in dieser Stadt gestrandet. Sie hat zum Glück eine kleine Notiz noch von Adam bekommen, an wen sie sich wenden kann. Und so hat sie Sarah Majors kennengelernt. Sie ist tatsächlich auch eine Vampirin, die schon seit längerer Zeit in dieser Stadt wohnt. Und ist für die Zeit, die sie jetzt da ist, 1-2 Wochen, öffentlich obdachlosen Unterkunft untergebracht. Mhm. Eine obdachlosen Unterkunft, wo der Doktor schlafen muss. Und ja. Gott sei Dank wird die von einem Vampir geführt. Gott sei Dank wird die von einem Vampir geführt. Und ich habe ein wunderschönes Kämmerchen ohne Fenster. Will halt sonst niemand haben. Aber mir macht das nichts aus. Hat die gute Sarah das umsonst gemacht, dass sie dich da schlafen lässt und trinken lässt? Nee, ich darf bezahlen. Was ärgerlich ist, weil ich irgendwie momentan keinen Job habe. Ich habe zwar noch ein bisschen was gespart. Ja. Als Ärztin verdient man ja zum Glück nicht ganz so wenig. So langsam irgendwie was finden, womit ich mal meinen Lebensunterhalt oder Unlebensunterhalt verdienen kann, wäre schon ganz praktisch. Ja. Du bist ja gerade vielleicht in 1-2 Tage erst in der Stadt. Und hast eigentlich auch noch nicht sonderlich viel, außer Sarah hast du keinen anderen Vampir hier gesehen, getroffen. Ja. Allerdings bist du auch nicht wahrscheinlich nicht sonderlich viel unterwegs gewesen. Ja. Vielleicht immer noch geknickt, dass man dich halt einfach so an der Straße stehen lassen. Und immer wieder mit dem Gedanken spielen, dich doch vielleicht doch bei deiner Freundin einzuquartieren, anstatt irgendwo auf so einem Stahlbett zu liegen nachts. Immerhin in so einer Besenkammer, aber immer, naja, es ist halt nichts, was du sonst als deinem menschlichen Leben gewohnt wärst. Und auch aus der Zeit mit deinem Ex, also mit deinem Sire, ja, der gleichzeitig dein Ex ist, ja. ja, anderes gewohnt vielleicht. Ach schon. Ja. Allerdings kann man seiner besten Freundin nicht mal eben so sagen, hey, ich kann übrigens nur tagsüber schlafen und muss, beziehungsweise kann nur nachts rausgehen, weil ich bin ein Vampir. Hast du sie denn schon kontaktiert? Ja. Und? Nachdem ich mit ihr geredet habe, ist Adam ja quasi verschwunden gewesen. Und? Was hast du ihr erzählt? Ich habe ihr erzählt, dass ich mit Adam durchgebrannt bin, weil mir die Unruhen nach der ganzen Untersuchung und der Verurteilung wegen meiner illegalen Abtreibung und sowas, dass das alles ein bisschen zu viel für mich geworden ist. Es gab schon Drohbriefe, Anrufe von irgendwelchen Stalkern. Und dass ich halt deswegen weg musste. Und dass ich nicht, also ich wollte mich tatsächlich eigentlich von ihr verabschieden. Hab ihr halt gesagt, dass wir noch nicht wissen, wo wir hingehen. Ich habe ihr gesagt, ich habe mein Handy weggeworfen, damit mich irgendwie niemand erreichen kann und sowas in der Art. Und dass ich mich aber bei ihr melden würde, wenn irgendwas wäre, halt
eigentlich nur so ein bisschen, um ihr was zu erklären. Weil eigentlich wollte ich sie nur das letzte Mal noch einmal sehen. Ja, das heißt, seitdem dein Sire dich verlassen hat, hast du sie quasi auf der Tür stehen lassen mit, ja, ich bin dann mal mit dem weg und dann war er weg. Ja, quasi, ja. Ja. Gut, wenn die jetzt hier in der Stadt lebt, hoffst du vielleicht auch gerade deswegen, ihr nicht über den Weg zu laufen. Du bist vielleicht deswegen genau noch nicht weit rumgekommen in den 2 Tagen, wo du da bist. Ja. Das ungute Gefühl, nicht zu wissen, wo man hin soll, wie man weg soll, das Geld, das weniger wird. Ja, nicht einfach für die gute Dr. Angela. Mal gucken, was das wird. Ja, das Prelude von Samantha ist schon eine ganze Ecke her und spielte auch nicht in dieser kleinen Stadt. Wie ist denn Samantha in diese kleine Stadt gekommen? Naja, wir hatten ja gute Gründe, uns in Sacramento vom Acker zu machen, weil so gewisse Typen hinter Andrew und damit auch hinter mir her waren. Andrew ist dein Sire, für die, die es nicht gesehen haben. Genau. Deshalb sind wir dann eigentlich noch in derselben Nacht, in der ich als Vampir wieder erwacht bin, haben uns auf den Weg gemacht oder 2-3 Tage später und sind erstmal abgehauen aus Sacramento und sind jetzt ein paar Monate unterwegs gewesen, haben einen Platz gesucht, wo wir mal unterkommen können und sind gestern am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang in der Stadt angekommen, haben uns in irgendein Motel einquartiert und... Ja, da gibt es ein ganz tolles Motel, irgendwie an der Hauptstraße. Bruce kennt das bestimmt. Kann er nur weiterempfehlen. Ja. Ja. Da, wo komische Rumänen absteigen? Ja, unter anderem. Gut. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wir sind gerade erst angekommen. Also Andrew, der dicke John und ich. Ja, also Samantha gehört zu einem Klüngel, nämlich ihr Sire, Andrew, ein Nosferatu namens der Dicke und ein Ventru namens John Doe. Und ja, wie ist denn dein Verhältnis zu den dreien? Ja, also mit Andrew ist alles super. Also ja, schon eigentlich mehr wie super. Ja, John und der Dicke, naja, reden wir lieber nicht drüber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Freunde sind. Ja, immerhin kriegst du von John Doe ziemlich viel über das Vampirsein mit. Immer wenn du deinen Sire fragst nach irgendwas oder so, ist er ziemlich knauserig mit Informationen und redet mit dir am liebsten über alles Mögliche, aber nicht über das Vampirsein. Immerhin hast du den guten Ventru in deinem kleinen Klüngel da vorhanden. Ihr fahrt quer durch Texas, mal hierhin, mal dorthin. Und wahrscheinlich ist es auch nicht geplant, hier wirklich lange abzusteigen, obwohl dieses kleine Städtchen halt schon sehr beschaulich und ruhig ist im Vergleich zu einigen anderen Örtchen, wo ihr wart, wo man euch direkt wieder verscheucht hat und gesagt hat, hier, ihr Vampire, hier nicht. Ja. Werden es uns mal anschauen. Ja, wie gesagt, das ist ja gerade erst angekommen, aber es ist, glaube ich, eines der ersten Städtchen, wo euer Klüngel jetzt ja irgendwie ankommt. Immerhin sind ja 4 Vampire auf einem Fleck. Und wo euch nicht direkt am ersten Abend irgendein Nosferatu aufgelauert hat oder irgendjemand und gesagt hat, trinken ist hier nicht, nur gegen Geld und so. Ne? Also, ja, in der Nähe des Motels war eine Bar. Also ein bisschen die Straße lang. Man konnte da mit so einem Taxi-Shuttle hinfahren immer. Da konnte man ganz gut trinken, ohne dass irgendwas passiert. Ja. Kann man da auch tanzen? Oder eher weniger? Ja, kann man auch lassen. Ja, ja. Kann man da gibt es wunderbare Cocktailabende, habe ich mir sagen lassen. Ja, manchmal spielt eine Liveband. Ja. Ja gut, wir sind ja wirklich erst kurz vor Sonnenaufgang angekommen. Also das erkunden wir dann, glaube ich, eher heute. Ja.
Ja, und dann wären wir schon bei Bruce, denn der kennt diese Bar besonders gut und auch den Shuttle-Service des Taxis kennt er besonders gut. Ja, ich habe mir sagen lassen, das ist ein ziemlich cooler Typ. Ja, Shuttle Service ist mein Stichwort, denn das ist, bin ich oder das ist Bruce. Was soll ich einmal kurz generell nochmal zusammenfassen, was Bruce so ist Ja, ganz für ein Typ? kurz. Ganz kurz. Ja, Bruce ist Typ, der bisher nicht so viel Glück hatte, der auch eigentlich gar nicht Bruce heißt, sondern Matthew, aber das weiß keiner. Da er also stammt aus England, ist genau, sag mal Isaiah hört schneller. mit. Genau. Ist dann rübergekommen, wollte sich eigentlich ein neues Leben aufbauen, hat es aber bislang nicht so richtig funktioniert gehabt. Bis zu einer sehr ereignisreichen Nacht, wo ja der gute Sheriff der Kleinstadt ein kleines, er sagt zuerst, eine junge Frau gesucht hat, ne, genau. Und ja, dann ja, ist alles so passiert, wie es dann letztens passiert ist. Mittlerweile nach den ganzen Ereignissen, Prelude, also diesen ganzen sehr, Bruce würde sagen, zwar abgefuckt alles, was passiert ist, irgendwie Leute sind gestorben, die Men in Black sind vor so einer Tür aufgetaucht und so, alles nicht so schön, hat so sein ruhiges Leben bis dahin ziemlich über den Haufen geworfen. Ja, Ergebnis ist gewesen, dass er von seinem Sire, von der guten Anna, auch jetzt quasi seine Freundin ist, vielleicht, er weiß es nicht, er kennt sich damit nicht so ganz so aus. Auf jeden Fall haben sie sich geküsst, wie bei der so ein Hack seiner Lebensliste, die er jetzt abhaken kann. Ja, eine Frau geküsst. Ja, Resultat war, dass er gestorben ist. Jetzt Ja. kann man deuten, wie man möchte. Ja, und dann die Tage jetzt bis heute, es waren so ungefähr 5 Tage zwischen dem Ende des Preludes, also dieser Szene von dieser Lammherde, von dieser Schafsherde, die Bruce erstmal so gar nicht gefallen hat. Und danach war auch erstmal nochmal Redebedarf zwischen ihm und Anna. Denn ja, sie hatte ihm dann doch noch ein bisschen was zu erzählen. Hat ihm halt dann eine Nacht drauf, also er musste sich erstmal ein bisschen abreagieren, weil seine Nerven, die wahrscheinlich nicht richtig funktionieren, aber weil er ja tot ist, aber war ein bisschen überstrapaziert. Dann eine Nacht darauf ihm erstmal so alles erklärt, ne, wie das jetzt so funktioniert, jetzt sein Körper mit seinen Fähigkeiten, die er so als Vampir hat. Generell, was es so ausmacht, halt Vampir zu sein. Also diese ganzen Basics, so Clansname und sowas. Und was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man neu irgendwo ist, und was man überhaupt nicht machen sollte und so. Genau. Hat ihm noch gesagt, dass sie halt immer noch keine Bleibe hat, deswegen muss sie leider immer noch bei ihm schlafen. Was ein bisschen knifflig ist, weil er wohnt nur in einem komischen kleinen Trailer und sie wird von der Gesundheitsbehörde gejagt. Gesundheitsbehörde. Genau. Ja, und das ist alles ein wenig ja, aufreibend für Bruce, alles neu. Er ist auch so nach 2, 3 Tagen hat er sich auch wirklich mit dieser Situation erst abgefunden, dass er jetzt nochmal ein Vampir ist, dass er tot ist und sein Leben sein quasi vorbei ist. Was es aber für ihn keinen Unterschied macht, weil die Taxifahrten hat er sowieso nur nachts gemacht und diese kleinen Nebenjobs, die braucht er jetzt nicht mehr unbedingt, weil Essen braucht er jetzt nicht mehr, trinken auch nur Blut. Und optimal verkostet hat nichts, wenn er sich nicht ganz doof anstellt. Dann braucht er jetzt diese kleinen Nebenjobs auch eher nicht mehr. Das, was glaube ich das Schlimmste für ihn war in der Zeit, neben dem Fakt, dass er tot ist, ist, er hat die Entscheidung getroffen, seinen geliebten Kater abzugeben, aber nicht an irgendeinen Wildfremden, das würde das nicht übers Herz bringen, sondern zu der alten Lady, die normalerweise auch immer in der Bar in Carnies, ja, wo auch der Cocktailabend und alles war, auch Stammgast ist. Da hat er den Kater hingebracht und mit der kurzen und knappen Erklärung, dass er es ihr später nochmal erklären wird, warum genau das alles, aber der Kater muss erstmal bei ihr bleiben und sie würde auch nach ein paar verwirrten Blicken auch wahrscheinlich eingewilligt haben. Da die gute Lady Knutzen, eine gute, würde ich Freundin sagen, mehr sowas wie die Großmutter, die er nie hatte, ist für ihn und
Genau. Außerdem hat die alte Lady noch keine Katze. Richtig. Das ist eine alte Lady ohne Katze. Das geht gar nicht. Ja, vor allem die andere alte Lady, die kam nicht in Frage, weil die ist Rassistin und das ist da irgendwie doof. Und genau. Die redet ihm zu viel Stuss und das war quasi so das Schlimmste, was für ihn jetzt passiert ist, dass er jetzt seit 4 Jahren, nicht mehr ganz alleine wohnt, hat er jetzt seine Freundin, aber die Katze, das tut ihm schon weh. Das ist ein schlimmer Schritt gewesen. Tja, kann nur eine Frau oder eine Katze haben. Das hätte er dabei berücksichtigen müssen eigentlich. Ja, gut. So ist es, die Welt der Dunkelheit. Verdammt nochmal. Ja, gut. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid, wo ihr jetzt irgendwie alle herkommt. Gute Anna hat wahrscheinlich mit Bruce noch nicht intensiver gesprochen, warum sie überhaupt in der Stadt ist oder sonst irgendwie was. Ja, hatte genug damit zu tun, Bruce die Basics beizubringen. Und Bruce geht auch seinen gewohnten Aktivitäten nachts auch weiterhin. Von daher hat sich da wirklich nicht viel für Bruce verändert. Für die anderen hat sich allerdings ja relativ viel verändert schon in ihrem Leben. Samantha ist im Hotel unterwegs, kundschaftet da ein bisschen die Gegend aus, war ja schon in der Bar. Hat vielleicht auch schon von Ferne für euch beim letzten Mal die Knutzen auch schon gesehen, die Lady Knutzen. Und Isaiah ist in seinem Büro beschäftigt, Räumlichkeiten anzumieten und versucht verzweifelt irgendwie jemanden der örtlichen Politik ans Telefon zu bekommen, was jetzt nachts auch nicht unbedingt einfach ist. Und ich muss ja nur eine Einladung zu einer netten kleinen Abendgesellschaft ergattern, mich ein bisschen präsentieren. Ja. Und dann, da muss man aber auch erstmal rankommen. Das ist wahr, das ist, ja. Ja, und Dr. Angela in ihrem Obdachlosenheim. Alles ziemlich trostlos, würde ich sagen. Bis auf das Leben von Bruce, das finde ich eigentlich momentan ganz gut. Hey, die Katze. Vergiss nicht die Katze. Die Katze, das tat ihm wirklich weh. Okay. Ja, Samantha geht es eigentlich auch ganz gut, glaube ich. So in den Umständen entsprechend. Gut, aber wir beginnen mal bei Dr. Angela und gucken mal ein bisschen mehr ins Detail, was da so los ist. Weil, wie ich ja eben schon sagte, irgendwie nur in diesem Obdachlosenheim rumhängen ist vielleicht für 2 Tage so und dann fällt dir irgendwann auch die Decke auf den Kopf. Ja. Was tut Dr. Angela? Ich glaube, sie würde mal nach Sarah suchen. Ja, Sarah ist wie immer am Empfangsschalter des Obdachlosenheims, hat die Füße hochgelegt, in Cowboy-Stiefel. Kann man sehen, wie sie oben auf dem Tisch sitzen. Trägt sonst einen Blazer, der ein bisschen oben zusammengehalten wird von so einem Lady-Schlips. Und eine Reiterhose. Im weitesten Sinne des Wortes. Ja. Und hat so einen kleinen Hut auf dem Tisch auch liegen. Also wenn sie jetzt rausgehen würde, könnte sie sich den auch noch aufhängen. Ein typisches Cowgirl. Ja. Dann würde ich zu ihnen gehen und sagte Miss Majors. Sie wissen nicht zufällig, wo man hier irgendwie einen Job oder 2 finden könnte. Einen Job? Oder 2. 2 Jobs. Schwierig für unsere Auswahl haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich habe vor allen Dingen auch noch keine Ahnung von dieser Stadt. So gut wie deswegen vielleicht ein paar Tipps, wo man sich mal umgucken könnte. Diese Stadt ist eigentlich ziemlich
einfach zu gestalten. Also ich war ja noch nie weg von hier, aber so was man so hört, sind wir hier doch relativ frei. Ja, also Sie können ruhig rausgehen und Ihr Glück versuchen. Also nehme ich an, dass... Ja. Generell, ich habe ja das Glück gehabt, dass Adam mich weitergeleitet hat. Ja. Gibt es hier eigentlich noch mehr von uns? Der gute Adam. Ja. Mich lieber nicht darüber reden. Ich frage mal lieber nicht weiter nach. Nee, lieber nicht. Sage ich und kratze so ein bisschen über den Tisch, wo ich halt mich so ein bisschen dran gelehnt habe. Das macht so ein, also so ist gut, ist, Furchen an dem Tisch. Es liegt ja auch in meinem Interesse, dass sie eine bezahlte Arbeit bekommen, damit ich mein Geld kriege hier. Das heißt, naja, hier im Obdachlosenheim fällt jetzt soweit keine Arbeit groß an. Oh, schaut so an dir hoch und runter. Lena, gar nicht, ja, wie wär's mit, einfachen Arbeiten? Weiß ich nicht. Ich muss zugeben, als Ärztin wär's mir doch lieber, irgendwas in der Richtung zu machen. Wissen Sie, tanzen? Gibt es ein Krankenhaus oder so hier? Bisher habe ich noch keins gesehen. Ja, das Central Hospital natürlich, ja. Vielleicht könnte ich mal versuchen, dort vorzusprechen, zumindest als Krankenschwester oder sowas. Aber gar nicht so einfach. Ich hoffe, Sie haben eine gute ID. Ja, schon. Da hat Adam doch sehr gute Arbeit geleistet. Ist das so? Ich hoffe. Er hat mir gesagt, dass er eine gute Arbeit geleistet hat. Dann haben Sie ja wahrscheinlich vielleicht sogar Glück. Vielleicht. Ich glaube, das will ich tatsächlich im ersten Soll Mal. Soll ich ein Taxi rufen, dass sie dorthin fährt? Nein, aber so generelle Richtung wäre vielleicht ganz gut. Ich möchte mir die Stadt sowieso mal ansehen, so ein bisschen. Mal die Straße runter, am Park vorbei und dann vielleicht am besten weiterfragen, das ist etwas kompliziert. Okay, gut. Bis am Park vorbei und dann frage ich mal. Vielleicht gibt es auch irgendwo Schilder. Normalerweise sind Krankenhäuser immer ziemlich groß ausgeschildert. In der Tat. Aber wie ich schon sagte, das Einfachste wäre vielleicht ein Taxi. Und das Schnellste. Ach nein, es ist schon okay. Ich bin sowieso so ein bisschen unausgelastet, nachdem ich hier die ganze Zeit in dem kleinen Kämmerchen saß. Ein bisschen Aber Sport. Danke. Ein bisschen Sport, genau. Hatte ich schon viel zu lange nicht mehr. Du weißt schon, dass du tot bist, Kindchen. Das heißt nicht, dass ich hier gerne rumsitze und nichts tue. Mir soll's egal sein. Das ist auch gut so. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Wenn du draußen bist, ein bisschen aufpassen, schieb dir so eine Zeitung rüber. Sind komische Leute in der Stadt gerade. Schlägt so die Zeitung, also vorne ist dieser Artikel von dem... von diesem Freilichtskandal, diesem Tribünenaufbau-Skandal. Ein paar Seiten weiter gibt es irgendwie einen kleineren Artikel mit einem Bild von einer Dame, die irgendwie halbwegs auch adrett aussieht. Irgendwie scheint irgendein Politikergesicht zu sein oder so. Und da steht irgendwas von wegen... Gesundheitsbehörde in der Stadt und kontrolliert die Restaurants und so. Okay. Danke, ich werde
die Augen offen halten. Ja. Ich weiß nicht genau, aber ich denke, soweit wie mir das seine Bekannte gesagt haben, waren die hier auch schon und die sind ziemlich lästig. Ich werde versuchen, wenn ich irgendwie mit denen in Berührung komme, keine Spuren hierhin zu hinterlassen. Gut. Du musst ja mitten durch die Stadt durch und wenn du vielleicht meidest du den Bereich um den großen Hotelkomplex neben dem Park. Da sind okay. Sie irgendwo, da zumindest fahren da ihre Lieferwagen immer rum. Okay, werde ich mir merken. Gut. Vielen Dank. Und noch ein Info war umsonst. Bis später. Bis später. Ja, und würde ich das Haus verlassen und mich tatsächlich halt die Straße runter, wie sie gezeigt hat. Zu Fuß auf dem Weg quer durch die Stadt. Ja, okay. Genau das. Gut, Aisea wacht auf abends. Ich verlange jetzt von euch allen nicht noch, weil ihr aufwacht, irgendwie ein Test irgendwie, das ist... Ich gehe davon aus, wir haben das alles schon gemacht. Das, beim nächsten Mal werden wir das tun. Aisea ist halt aufgewacht und du hast bisher ein paar Tage, jetzt so knapp eine Woche da, hast dein Büro, hast jetzt so grob deine Garderobe richtig hier alles und so jetzt heute müsste es mal losgehen mit irgendwelche Kontakte knüpfen. Mhm. So, aber ja, wie macht Aisea das? Na, er hat ja schon die letzten paar Tage, ich sag mal, ein bisschen das Ohr am Boden gehabt, ein bisschen zu hören, wo man so denn die entsprechenden Leute treffen könnte, die Interessierten, und wie es der Zufall so will. Es ist nicht mehr ganz so lange weg bis zur Wahl. Entsprechend halten Politiker zu dieser Zeit gerne diese Spendengalas. Und wie der Zufall so will, heute Abend findet eine statt. Mhm. Und Aisea, ganz ohne Einladung, ohne irgendjemanden zu kennen, ohne mehr als die Namen der Politiker zu kennen, denkt sich, das ist meine Chance, da muss ich hin. Zwischen mir und meinem Glück steht nur ein doofer Wachmann, der nur Leute mit Einladung reinlässt. Das muss ich wohl hinkriegen. Das ist, also wenn du das nicht hinkriegst, dann weiß ich, warum du strafversetzt wurdest. Weiß noch alles. Ja gut, Aisea fährt zu der Spendengala. Natürlich mit Taxi. Mit dem Taxi. Oh, mit dem Taxi, hervorragend. Bruce, du hast einen Auftrag. Ja, soll jetzt irgendeinen reichen Schnösel abholen wahrscheinlich. Mhm. Zumindest so von der Adresse her. Ich sitze wahrscheinlich schon eine gute Stunde oder anderthalb schon bei zum Taxi. In diesem leicht miefigen alten Auto, was nicht mal so eine schöne Verriegelung hat. Dieser Tannenbaum nervt Bruce immer noch furchtbar. Er stinkt nämlich, aber ich glaube, er kann gar nicht mehr riechen, deswegen stellst du ihn. Ja, du kannst riechen, ja, doch. Stimmt, ja. Dieser Geruch, den du wahrnimmst, ist quasi so ein, wie die anderen Sinneseindrücke, die du sonst auch hast, irgendwie so, du nimmst es wahr, aber es ist so ein, es ist so, als würdest du dich dran erinnern, wie es riecht. Mhm. Nichts ist wirklich riechen. Und leider ist es eine ziemlich unschöne Erinnerung. Dieser Mix aus Vanille, Duftbaum und Kippen ist nicht so schön. Da haben seine Kollegen wieder vorgelegt, aber nach anderthalb Stunden, der war wahrscheinlich ziemlich in Langeweile, ab und zu mal so ein wahrscheinlich alkoholfreies Bierchen bei Karl. Würde er sich auch denken, Gott, macht dann das richtig und zieht wahrscheinlich auch gerade seine Klamotten wieder richtig, hat so ein braunes Hemd an oder so, seine typische Shiba-Mütze und macht dann halb motiviert irgendwie auf den Weg. Ja. Wie gesagt, Etepetete Viertel. Ja. Ja, denkt sie auch schon. Ja, werde dann auch schnellstmöglich dahin fahren und mal gucken, ob da irgendein Schnösel auf der Straße stehen wartet. Ja.
ein relativ schäbiges Taxi hält vor der Tür. Weiß er. Oh mein Gott. Na gut, man muss ja arbeiten mit dem, was da ist. Ich weiß nicht, ob die Leute das Bild vor Augen haben von Isaiah. Isaiah, ich mach's nochmal an. Ja, bitte. Ja? Isaiah ist ein hochgewachsener, relativ schmaler Kerl, kein Sportler in dem Sinne, sondern eher so, ja, wenn ihr das Bild seht, ihr werdet sofort denken, okay, was für ein Schnösel, unglaublich. Er hat genau diese geleckte Matte, kein Härchen, Bart auf dem Kinn, perfekter Nadelstreifenanzug, Anthrazit mit gelben Nadelstreifen, eine blaue Krawatte mit einer goldenen Krawattennadel, an der ein Löwenkopf prangt, genauso wie an wie Manschettenknöpfe, an denen auch Löwenköpfe, goldene Löwenköpfe prangen. Und er sieht nun mal aus wie das perfekte Arschloch. Er hat Handschuhe in der Hand, er hat Lederhandschuhe, braune, zieht jetzt einen davon an, greift dann mit so zwei spitzen Fingern die hintere Tür, hintere Beifahrertür, zieht die auf, setzt sich, zieht den Handschuh wieder ab, Pizza. Und sagt, oh ja, ich muss mal gerade gucken, und sagt, bitte einmal zum Best Western Hotel, wo nämlich in dem Galaraum heute. Ja, Entschuldigung, kleinen Moment, bitte. Ja, kein Problem. Machen wir bei Samantha weiter, bevor Brewster jetzt irgendwie, weil es ist blöd, wenn du ihm jetzt antwortest und er dich nicht hört. Samantha ist ja mit ihrem Klüngel unterwegs, mehr oder weniger. Was stellt ihr denn da so alles an in der Stadt, so gerade frisch angekommen? Ich weiß nicht, was John und der Dicke vorhaben, aber ich hätte mal wieder Bock, irgendwie tanzen zu gehen. Mit Andrew zusammen. Lass uns schauen, ob man hier irgendwo Spaß haben kann. Was trinken? Gute Idee. Das auch. Was die zwei anderen machen, das, ja, sollen sie machen, was sie wollen. Aber wir kommen natürlich mit. Nicht wahr, Dicker? Nickt nur mit dem Kopf. Ja, gut. Dann können wir ja... Keine Party ohne John. Wo gehen wir denn hin? Also, ich habe ja hier entweder diesen ekligen Schuppen von gestern oder viel, viel schöner mit wesentlich angenehmeren Gästen eine Spendengala. Schau mal, da trägt ihr so ein Flyer in. Politiker! Voll gut! Der John oder der Dicke? John. Ich guck mal das so meine Klamotten an, so wie soll das gehen? Schaut so an dir hoch und runter. Das stimmt. Müssen wir dir wohl was zum Anziehen kaufen. Was sagt denn Andrew dazu? Den würde ich jetzt mal so hilfesuchend angucken. Der lehnt halt noch so irgendwie so ein bisschen verträumt so an deiner Schulter und hat anscheinend von dem Gespräch so halb nichts mehr mitgekriegt. Schaut dann so ein bisschen geistesabwesend zu ihm rüber. Bitte was? Spendengala oder Pub? Spendengala? Wie was? Wie? Ich nehme John den Flyer aus der Hand und halte den Andrew vor die Nase. Hier. Oh. Lesen kannst du noch, oder? Oh, das ist in... Da ist ein Museum angeschlossen. Also, ist es von deiner Seite ein Ja? Wenn mal was anderes als dem Pub von gestern. Dann müssen wir erstmal noch einkaufen gehen. Weil das sieht irgendwie schicker aus. Du siehst doch immer schick aus. Komm mit. Lässt sich so hochziehen. Wo gehen wir hin? Ich muss mal schauen, was es hier an Geschäften gibt. Vielleicht irgendwo in der Nähe für irgendwas, was halt jetzt um diese Zeit noch auf hat.
Dann lass uns los, Tigern. Yay. Wir nehmen das Auto. Wir nehmen das Auto. Ab ins dicke Mobil. Ja, und, sorry für den Taxifahrer. Wir haben ein eigenes Auto. Ja. Dr. Angela ist zu Fuß, hat ihre Füße. Du hast dein eigenes Auto. Isaiah hat Geld und Bruce hat das Taxi. Apropos. Dann kaufe ich mein kleines Motorrad. Ja, ich kenne da jemanden, der hat eine Vespa. Ja. Ja, Bruce. Ja, ich hätte den Schlüssel schon begrüßt mit einem wunderschönen guten Abend, der Herr. Wo sollst du hingehen? Genau in der Tonlage auch. Und dann hätte ich ihn so nach hinten kurz angeblickt über die Lehne. Und dann hast du ja gerade schon gesagt, glaube ich, wo du hin willst, ne? Ja, ich würde gerne zum Best Western Hotel. In dem Empfangssaal findet heute ein Feierlichkeit. Ja, ist okay, ist mir egal. Es ist halt gerade so noch so eine Museumsausstellung außerdem noch und im Rahmen dessen macht da gerade der antierende Bürgermeister so eine große Spendengala, weil er gerade so dieses, so eine Statue, die im Bereich des Hotels vorne irgendwie ist, irgendwie gespendet hat und ja. Naja, Wahlkampf halt. Ja, und es ist außerdem das Hotel, wo dieser Truck immer vorsteht. Achso, den ich auch gesehen habe. Wo du immer so drumrum gefahren bist. Mhm. Ja, gar kein Problem. Dann steigen sie mit ein, Tür zu machen. Zur Seite, dann fahre ich los. Mhm. Und Bruce würde auch keinen Blick nach hinten riskieren und auf gar keinen Fall irgendwie Smalltalk anfangen, dass sie irgendwie vermeiden lässt. Ja, macht Isaiah denn Smalltalk? Also dieser Wagen ist halt, naja, es riecht nach Vanilleduftbaum und Zigaretten. Genau, und die Sitze sind auch nicht mehr die besten. Hinten wird es wahrscheinlich noch einigermaßen gehen, aber gerade wenn man so auf den Fahrersitz kaut, sieht auch nicht mehr so besonders gut aus. Schon so gut aufgerissen, so dieses Leder, was so dieses Bonded Leather, was so nach so 20 Jahren so immer so aufreißt. So. Genau, aber so. Kannst auch von deiner Position aus sehen, der Beifahrersitz ist ähnlich. Ja. Hinten also, wird es so einigermaßen gehen. Ja, also ich sehe mich halt so um. So nach so einer Minute, anderthalb und fahren so. Sind Sie der einzige Taxifahrer in der Stadt? Nein, ich gehe nicht davon aus. Ich habe auch noch ein paar Arbeitskollegen, aber die Nachfahrten werden sie alle mit mir haben. Ah, schade. Und er guckt halt so ein bisschen so. Müssen Sie die Waschanlage selber bezahlen? Oder? Nein. Nein, den, also ja, erstmal schon und dann gebe ich das meinem Chef. Der bezahlt es. Und gibt mir das Geld zurück. Wenn Sie das abbrechen könnten, dann könnten Sie vielleicht mal. Nur so ein Vorschlag. Nein. Okay. Auch wenn das im Gespräch ist, halt wieder so aus dem Fenster. Ja. Gut. Und du hattest so goldene Knöpfe mit Löwen oder sowas. Ja. Also so Manschettenknöpfe mit Löwen und eine Krawattennadel quasi mit einem Löwenkopf vorne. Dann würde ich, oder dann würde Bruce, so eine Minute vielleicht vorher, bevor er weiß, dass er gleich ankommen wird, die Steffi ist ja nun schon mal öfters gefahren, dann so sagen, so, und Sie fahren zum Lions Club? Und ich blick's einmal ganz kurz in den Rückspiegel, so, auf seine Löwen überall und so. Nein, das ist was Persönliches. Na gut, dann will ich mal. Das ist quasi ein Gala-Event für den amtierenden Bürgermeister. Ja, nun ja, Sie wissen, wie das ist mit dieser Sache im Stadtpark. Man muss seine Wähler natürlich bei sich behalten und schauen, dass man die Unterstützung kriegt, die man braucht. Und ja. Wie es nun mal so ist, da muss man ein bisschen die Ellenbogen reiben und sich kennenlernen. Aber ich erwarte nicht, dass Sie ja. Ja, okay, gut. Da sind wir dann. Er halte dann vor dem Hotel. Ist der Truck noch da? In der Tat steht er da noch, ja. Der hat sich die ganzen Tage lang nicht da wegbewegt. Immer wenn du guckst, ist er halt da.
Und ist halt auch auffällig, vielleicht für Isaiah auch auffällig, da steht halt ein großer, mit Panzerplatten bewehrter schwarzer Truck. Und die hintere Ladetür ist verbogen. Wasserwerfer? Nee, aber wenn man einen oben drauf machen würde, dann würde das passen, ja. Sieht weniger wie ein offizielles Einsatzfahrzeug aus, hat halt irgendwie auch keine Bezeichnung oder so, ist einfach nur ein schwarzer, gepanzerter Truck. Steht das Ding schon länger hier? Ja, ich schaue nochmal kurz dahin, so in die Richtung grob. Ein paar Tage. Ja, kurios. Das macht dann $20. Machen Sie alle Nachtfahrten? Die meisten. Ja. Dann werden wir uns wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen. Ich bin Isaiah. Schön, Sie kennenzulernen. Er guckt dich so an. Ja, schön, Sie kennenzulernen, Sir. Und dann gebe ich Ihnen $25. Sehr großzügig, der Herr. Und ich nehme kurz meine Schiebermütze ab. War der Rumäne aber großzügig? Ich bin halt auch kein Rumäne, zumindest nicht. Ich kann sagen, er ist ja kein Osteuropäer, dann ist es trotzdem ganz gut. Meine Import-Export-Firma besteht noch im Papier. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend im Lions Club. Dann, wenn ihr die Tür schon geschlossen habt, würde ich dann von vorne das Fenster zumachen und dann schon losfahren. War das denn? Gut. Ja, Dr. Angela ist auf dem Weg quer durch die Stadt. Und ja. Ganz kurz, ich habe noch mal eine Frage. Als Vampir, wie gut kann ich erkennen, ob jemand ein Vampir ist? Ich meine, ich weiß ja jetzt OT, dass er ein Vampir ist, aber das ist jetzt wenn nicht so. Ich weiß nicht, wenn du darauf achten möchtest, ob er ein Vampir ist, gibt es natürlich Möglichkeiten, das mit vampirischen Kräften herauszufinden. Wenn du dafür eine Kraft hast, dann. Nein. Ansonsten fragen. Digga, bist du ein Vampir? Nein, das ist. Ich sehe das schon. Das wird also laufen. Also der Taxifahrer hat schon wenig Gesichtsfarbe, das muss man schon zugeben. Aber wenn er nur Nachtschichten macht. Ja. Vielleicht hat er ja erkannt, dass mein Brustkorb nicht hebt oder so. Das kommt drauf an, ob er da jetzt ganz speziell drauf geachtet hat. Das wäre jetzt natürlich so wahrnehmerisch ist, sei es ja jetzt nicht gerade unterwegs. Ich dachte mir, weißt du, bevor ich den jetzt anknabbere und denke so, hey, mein Snack. Pass auf, Kollege. Das kann passieren. Dann denkst du möglicherweise aber. Aber es könnte ja noch passieren. Gut, danke. Ja, gut, dann schwenken wir zu Dr. Angela, die zu Fuß quer durch die Stadt unterwegs ist. Ja, du musst halt am Park vorbei und kannst halt ja jetzt irgendwie auf der rechten Seite um den Park herumlaufen, auf der linken Seite um den Park herumlaufen, quer durch den Park laufen könntest du auch. Wenn du so deinem Navi auf dem Handy, wenn du eins hast, hast du eins? Nein. Keins, dann kannst du da nicht nachgucken, wo jetzt dieser komische Bereich ist, wo du dich fernhalten sollst. Das ist jetzt ein Drittel Chance, den zu treffen. Es ist ja Hotelkomplex, soll ich nicht hin. Also gucke ich nach großen Gebäuden, die nach Hotel aussehen und genau dorthin. Also hier um den Park herum ist natürlich so eine Art schickeres Viertel und da sind die Häuser alle recht hoch. Also. Ja. Da ist halt ein Gebäude, das wird so ein bisschen angeleuchtet, als ob da oder irgendwas fancy irgendwas passiert gerade. Ja, finde ich interessant, will ich hingehen. Ja. Dann läufst du in diese Richtung und an dir vorbei knattert eine Vespa in Rot. Überholt dich. Ich gucke sehr interessiert dieser Vespa hinterher. Was sitzt denn da so drauf? Da sitzt nur ein Fahrer oder eine Fahrerin drauf. Kann man schlecht. Okay. Dreht sich auch irgendwie zu dir um, irgendwie kurz, fährt dann weiter und blickt halt irgendwie um die Ecke. Und was dann passiert ist, ein schwarzes Auto fährt quasi der Vespa gegenüber, dreht dann also auf deiner Höhe und fährt der Vespa hinterher. Okay. Da ist auch dieser plattenbesetzte
Truck oder? Ja, der steht vor dem, da bist du jetzt noch nicht, du bist ja zu Fuß unterwegs. Das war also noch was anderes, was umgedreht hat, okay. Einfach, es war einfach nur ein schwarzes Auto mit verdunkelten Scheiben. Hat irgendwie auf deiner Höhe gedreht und fährt jetzt der Vespa hinterher. Ich würde mal so ein bisschen hinterher gucken, wo genau die hinfahren. Ja, die biegen halt vorne um eine Ecke. Wenn du dich beeilst, dann kommst du vielleicht hinterher. Würde ich mich mal beeilen. So ein bisschen schneller, so an die Ecke joggen. Ja. Kommst du auf die Hauptstraße und siehst dann halt auch, dass sehr, sehr viel los ist vor diesem großen Gebäude, was da so angeleuchtet wird. Da steht eine Traube Leute und da sind auch jede Menge Limousinen und sowas, die eben so einzeln vorfahren. Scheint irgendwie irgendwas schon ziemlich krasses zu sein. Du kannst das schwarze Auto noch sehen, das irgendwie da gerade dran vorbeifährt. Und die Vespa. Naja. Ja. Muss auch irgendwo da sein. Wenn ich sie nicht sehe, dann. Würde ich trotzdem, ich würde mal so ein bisschen näher an diese Menschentraube gehen und versuchen so vielleicht herauszuhören von den Gesprächen, was da vor sich geht. Vielleicht noch irgendwelche Schilder oder irgendwas. Ja, definitiv, da werden so Plakate sein, irgendwie Spendengala und du wirst halt ziemlich schnell mitkriegen, dass es hier in dem Hotellobby heute eine Gala-Veranstaltung des örtlichen Bürgermeisters gibt. Okay. In dem Moment hält neben dir ein ziemlich versifftes Taxi und ein ziemlich adrett aussehender junger Mann steigt aus, redet noch mal ganz kurz mit dem Taxifahrer und Taxi fährt weiter und der Mann steht da und drückt sich kurz die Sachen zurecht. Sieht ziemlich entschlossen aus. Ich schaue diesen Mann so ein bisschen von oben nach unten herab und man sieht einfach an meinem Gesichtsausdruck, dass ich diese Art von Mann einfach nicht leiden kann. So leicht angeekeltes Gesicht. Hallo. Mache mich ein bisschen größer, ja, Brust raus, Bauch rein und so. Und gehe mit sehr erhobenem Haupt an ihm vorbei. Ja, da stolziert gerade jemand an dir vorbei. Also, ja. Lass mich mal einfach gerade sagen. Schickes Teil und dann gehe ich weiter. Ja, schickes Teil. Hast du das zu mir gesagt? Ich hab dir so hinterher gepfiffen. Ja, ich weiß, aber nur nochmal, um das sagt sie halt auch. Ach so, okay. Zu ihm. Hast du mich gerade Detail genannt? Erste Prügelei. Nicht dich, aber Teile von dir. Nimm's als Kompliment. Ich meine das nur gut. Bis später, Lady. Und dann dreh ich mich um und gehe. Richtung Hotel. Spucke lautstark auf den Boden und gehe weiter. Oh, spucken. Das Spucken. Das ist ohne Körperfunktion ein bisschen kompliziert. Möchtest du das Tier reizen, um spucken zu können? Nein, dann tue ich so, als würde ich spucken. Ja. Das Geräusch kann ich ja zumindest machen. Ja, das geht, ja. Da muss ich mich wieder umdrehen. Darf ich kurz fragen, wie alt sieht Angela aus so? Anfang 30? Ende 20, Anfang 30? Verdammt, ist auch. kann ich keinen Respect Your Elders Kram machen. Gibt's hier Stufen, die ich jetzt gerade raufgehe? Ich hätte gerne, dass es Stufen gibt, die ich gerade raufgehe. Alles kein Problem. Es gibt Stufen, die du raufgehst. So anderthalb Köpfe über ihr stehen so. Und auf sie runtergucken und sagen. Es würde dir gut tun, ein bisschen Respekt vor deinen Mitmenschen zu haben. Das gebe ich gerne zurück.
Daring Duel. Ja, genau. Ich wusste, glaube ich, das ein bisschen mehr auf. Ich bin übrigens sowieso relativ klein und ich trage schon ziemlich hohe Plateauschuhe, um größer zu wirken. Oh, okay, ich bin sowieso schon ziemlich groß. Dann gehst du mir jetzt vielleicht nur bis zum Bauchnabel. Ja, also der Staring Contest of Doom ist gerade im Gange, als das Auto des Klüngels vorfährt. Nachdem Samantha mit ihren Leuten einkaufen war und sich was gekauft hat, um halbwegs schick auszusehen. Ich hätte Andrew was aussuchen lassen. Also ich vermute mal irgendwie ein Abendkleid, was auch immer ihm da durch den Kopf geschossen ist. Ja, die Jungs haben sich auch neu eingekleidet, haben extra teure Anzüge und haben dir natürlich ein extra teures Kleid auch zukommen lassen. Ihr seht halt, wie aus dem Ei gepellt. Aus der Dicke ist halt jetzt mit seiner Maske doch ein bisschen auffällig. Aber ja, der trägt halt weiter seine messingfarbene Maske auf dem Kopf, auf dem Gesicht, und den Teil des Kopfes halt bedeckt, der ja nicht mehr menschlich aussieht. Na gut, nachdem Sam ja außergewöhnlich schön ist, lenkt das vielleicht ein bisschen vom Dicken ab. Ja, man muss auch sagen, er geht damit sehr souverän um. Also er läuft halt an den Leuten der bewegt sich damit auch in der Öffentlichkeit, das weiß Samantha, halbwegs normal. Und wenn ihn jemand drauf anspricht, dann er ist halt ziemlich imposante Statur, guckt er einmal böse und die meisten Leute fragen nicht weiter nach. Ja. Aber auch er sieht heute enorm schick aus für seine Verhältnisse. Er trägt sonst halt immer Kapuzenpulli und Armeehose, aber heute hat er einen Anzug an. Man merkt, dass er, wenn er sich bewegt, sich ein bisschen unwohl da drin fühlt und ein bisschen stark sich läuft. Aber ja. Auch der Dicke sieht heute schick aus. Und Angela sieht ja sowieso eigentlich immer ziemlich schick aus. Momentan hat sie halt auch so ein typisches Rockabilly gepunktetes rotes Kleid an unter ihrer Lederjacke. Dementsprechend sticht sie wahrscheinlich nicht so sehr hervor, außer die Lederjacke. Aber das kann auch einfach ein Modestatement sein. Mhm. Also steigt. Gut, dann lass das Auto quasi parken und vier schicke Leute steigen neben dem Staring Contest of Doom aus dem Auto. Ja, vielleicht lauft ihr so unfreiwillig zwischen die beiden Blicke. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen näher an Andrew ran. Ja, der sucht auch deine Nähe, ja. So. Das ist ein Arm bisschen eingehakt. Ja. Ich muss gerade überlegen, wie sehr ich Schläge riskieren will. Aber doch, ich möchte Schläge riskieren. Ich möchte gerne Compel benutzen, weil ich mir denke, hey, unprepared mortal, ist ja kein Thema. Der kann man auch schon mal sagen, was sie zu tun hat. Ja. Und ich möchte sagen, entschuldige dich und verschwinde. Ja, dann sag mal den Zuschauern und auch den Lilio, was das macht, was du da gerade machen möchtest. Genau, Compel ist eine Power von Dominate, also der Ventru-Clan-Disziplin. Mhm. Und ohne Kosten erlaubt sie mir, für die Länge einer Szene gegen ein unvorbereitetes sterbliches Opfer ihm einen kurzen Satz, einen kurzen Befehl zu geben und ihn damit zu zwingen, diesen Satz wortwörtlich zu befolgen. Mhm. Und es muss möglich sein, dieses Kommando innerhalb eines einzelnen Spielzugs quasi durchzuführen. Das ist keine lange Sache. Wenn man das natürlich gegen ein vorbereitetes Opfer macht oder gegen einen Vampir, dann gibt es einen Test. Charisma plus Dominate von mir gegen Intelligence plus Resolve von ihr. Muss man gerade. Compel heißt das Ding. Genau. Keine Kosten, das ist schon mal wichtig. Genau, ja. Ja, dann können wir ja mal würfeln. Weil du hast es nicht mit einem Sterblichen zu tun. Intelligence und Resolve? Genau. Intelligence und Resolve von dir und Charisma und Dominate von Isaiah.
Und ja, das erste Mal, dass hier gewürfelt wird. Sehr schön, finde ich gut. Ich fange dann mal an mit meinem Wurf. Ja. Und warte auch, Lilio, warte mit deinem Würfel, damit wir ein bisschen was erklären können, wenn er würfelt. So, ich habe 3 Charisma und 3 Dominate. Mhm. Und würfle damit 6 W10. Genau. Und die ersten, Erfolge sind... Weil du Hunger 2 hast, das haben wir vorher festgelegt, ja. Sind die ersten beiden Würfel von dir sind Hungerwürfel. Genau, das heißt, ich muss 2 plus 6 mal 10 machen, ne? War das... Nee, oder, du würfelst 6 W10. Achso, ja. Sorry. So. Rolling the dice. Genau. Ja, da ist auf jeden Fall bei dem Hunger schon mal ein Fehlschlag drin. Ja, also um das nochmal zu erklären für die V5 nicht kennen. 6 oder mehr ist ein Erfolg. Das lässt sich auch nicht abändern, das ist immer so. Einsen ziehen keine Erfolge mehr ab, nicht so wie früher. Und Zähnen sind nicht automatisch irgendwie Doppelerfolge oder so, aber wenn man 2 Zähnen in seiner Probe hat, dann ist das quasi ein kritischer Erfolg und die beiden Zähnen zählen quasi doppelt. Dann heißt, mit 2 Zähnen hätte man 4 Erfolge gesammelt. Sogar. Ja, und jetzt einer von diesen Würfeln ist eine 1 und das ist zufällig auch einer der Hungerwürfel. Das heißt, wenn Dr. Angela jetzt deine 1, 2, 3, 4 Erfolge abwehren würde, wäre die Probe fehlgeschlagen und dann würde dein Tier übernehmen. Aber mal gucken wir mal. Ich darf auch mit 6 Würfeln würfeln, weil ich 4 Intelligenz und 2 Resolve habe. Ja. Warte mal. Bevor du würfelst, du hattest doch auch noch nicht gut aussehen oder sowas noch, was dir extra würfelt. Doch, habe ich. Beautiful 1. Ja, gibt mir das auch einen dazu? Ich glaube schon. Ich würde sagen, das gibt dir einen dazu. Ja. Aber es ist eine Social. Also würfel ich nochmal einfach einen hinterher. Wenn das okay ist. Ja, warte, ich muss gerade mal gucken, was du meinst. Achso. Dann weiß ich sowieso nicht. Also. 3. Nee. Hat der Isaiah Glück gehabt? Verdammt. Ja, und du könntest jetzt natürlich Willpower ausgeben, Lilio, und bis zu... Ich glaube, das mache ich. Das mache ich. Ja. Ich möchte dann halt... Ich darf bis zu 3... Ich darf dann im Endeffekt einfach drei Würfel neu machen, ja? Genau. Jetzt hab ich noch das mal heißt, Frage. Du kriegst einen... Ja, würfel die dreimal neu, aber... Ja, gut. Ah! Schade. Also man kann Willpower ausgeben, um neue zu würfeln. Das fängt schon mal super. Merkt er denn trotzdem, dass es schwieriger für ihn ist, das gegen mich anzuwenden? Definitiv wird er das merken, ja. Aber um das nochmal zu Ende zu erklären mit der Willpower, du bekommst jetzt auch Schaden auf deine Willpower, nämlich einen Superficial Damage auf Willpower. In der V5 bekommt man genauso wie auf normale Lebenspunkte auch auf Willpower Schaden. Also bei bestimmten Aktionen, zum Beispiel bei sowas hier. Ja. Okay, also wie hieß das Kommando, was du gegeben hast? Entschuldige dich und verschwinde. Genau. Dann sage ich einfach nur, ich verdrehe meine Augen, sage sorry und gehe. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich stehe ja jetzt offenbar irgendwie von 5 Vampiren umgeben. Also sie ist ein Vampir, die 4 anderen sind Vampire. Mhm. Wie viel kriegen die davon mit, dass das jetzt gerade... Ja, die kriegen mit, dass ihr euch unterhaltet. Okay. Also mehr nicht. Ja. Okay. dass ich kein normaler Mensch bin, einfach weil ich zu sehr entgegen... Ja, also auf Iseas Seite, irgendwie du bist das gewohnt, irgendwie diesen Satz auszusprechen, das ist schon öfters gemacht und dass dir einfach jeder einfach so sofort folgt. Du hast den quasi ausgesprochen und hast quasi das Gefühl, dass das so durch so einen Filter durch muss. Irgendwie kurzzeitig hört man diesen Satz vielleicht so ein bisschen irgendwie mit einem Echo oder mit einem Hall. Irgendwie so, das kann keiner gut wahrnehmen, so, aber das wirkt für dich so, als ob das irgendwie so nachhallt und dass du musst gegen so einen Widerstand dagegen. Und bei Angela auch, denn dir zwingt gerade jemand etwas Übernatürliches auf. Und
Es ist irritiert mich zutiefst, dass sie überhaupt noch die Augen verdrehen kann, dass es überhaupt noch ein Minimum an Widerstand gibt, an ja. Rebellion. Das ist ja jetzt nicht irgendwie wieder, wie ich das gewohnt bin, dass jemand dann genau. gehorcht und geht, sondern da ist ja offenbar, da war ja Widerstand da und da kommt auch noch was, da kommt dieses Augenverdrehen, das ich nicht gewohnt bin. Ja. Und dann auch nur so ein ganz kurzes Sorry und dann dreht sich Angela rum und geht. Ist schon merkwürdig. Ich sehe ihr noch einen Moment nach, dann drehe ich mich auch um und gehe. In die andere Richtung, ja. In die andere Richtung. Ja, Samantha hat das alles mitbekommen mit ihren Leuten, was sagen wie die beiden Leute, die sich da irgendwie streiten. Dann sagt der eine zu dem anderen irgendwie, entschuldige dich und geh. Und dann gehen die beide auseinander, irgendwie total strange. Vielleicht ruft es so gewisse Erinnerungen wach. Yeah. Aber es unbedingt funktioniert hat. Zumindest beim letzten Mal. Ja. Ich gucke Andrew mal fragend an. Der guckt so zurück. Was? Ist dir das aufgefallen? Ist mir was aufgefallen? Okay. Vergiss es, Schatz, alles gut. John, weißt du, was ich meine? Die heiße Schnecke, die ist mir aufgefallen. Nein, was zwischen den beiden da los war. Ehestreit? Okay, gut. Lasst uns reingehen. Ich gehe der Frau mal hinterher, vielleicht muss sie getröstet werden. Wer? John? Die Frau. Ja, John sagt das ja. Ich weiß das mal so von. Ja. Komm. Es ist John. Hey, ruhig. Du hast eine Begleitung. Ich muss mit dem Dicken immer abhängen. Geh ruhig. Alles gut. Was soll das denn heißen? Taub halt so hinter euch beiden her. Ach, hättet ihr. Gehen können. Gut. Ja. Ja, Bruce ist ja weitergefahren. Willst du direkt zurückfahren zum Pub oder was hat Bruce vor? Irgendwie, vielleicht will ja hier auch noch irgendeiner wohin, dann könntest du, wenn du dich. Ja, ich warte halt, bis irgendein Funk durchgeht. Also, sonst will ich wahrscheinlich wieder zum Pub fahren erstmal. Routiniert wie sonst auch. Dann da erstmal so 10, 20 Minuten erstmal auf. Da irgendwo parken und dann ein Taxi warten. Und falls dann erstmal nichts reingeht, ich dann noch ein bisschen länger warte, würde ich mir überlegen, noch ein nächstes Gefühl zu holen. Provisorisch, damit es nicht auffällt. Ja. Also, wenn du nach Hause fahren möchtest, dann fällt dir natürlich auch auf der Straße vor dir, dass da ein ziemlich so ein schwarzes Auto fährt und zwar nicht gerade auf der Straße fährt. Es ist wenig los auf der Straße, also hier in dieser Seitenstraße, wo du jetzt zurückfahren möchtest. Du musstest den Park halt einmal umrunden. Und das Auto vor dir fährt halt so Schlangenlinien, als ob der irgendwie besoffen wäre oder so. Und schaust so ein bisschen irgendwie, versuchst irgendwie ein bisschen Abstand zu halten vielleicht, um den nicht hinten drauf zu fahren, falls der irgendwelche komischen Bremsmanöver macht oder so. Und in dem Moment fährt er halt auch auf den Bürgersteig rüber. Und du kannst kurz sehen, wie vor dem Auto eine rote Vespa fährt. Und die kennst du. Die jetzt eine harte Kurve nimmt und quasi in den Eingang des Parks rüberfährt. Ja. Das Auto, das schwarze Auto irgendwie bremst stark und hält an. Also die Anna ist gerade schon in den Park reingefahren. Ist mit der Vespa halt jetzt auf den Gehweg drüber in den Park reingefahren. Ich würde wahrscheinlich nochmal ein, zwei Straßen weiterfahren. Und ja, so, dass mich halt dieses schwarze Auto erstmal nicht mehr sehen kann. Ja. Und dann vielleicht mal bei meinem guten Freund, den Sheriff, mal vorbei rufen, mal anrufen und ja. Berichten, dass da irgendwas Komisches abgeht. Also irgendwie so ein schwarzes Auto ist gerade Schlangenlinie gefahren, irgendwie, ich glaube, die haben was getrunken oder so und jetzt sind die auch noch auf dem Bürgersteig gefahren und alles ganz komisch, irgendwie, dass er da mal gucken soll. Ja, du kriegst die Zentrale dran und der Sheriff ist wohl gerade bei der Gala.
Ja, dann sollen sie irgendwie anderen Kollegen vorbei. Die schicken halt einen Deputy vorbei, ja. Mhm. Weil. Haben sie das Nummernschild von dem Wagen, der, wo der Betrunken mitgefahren ist? Das werde ich ja gesehen haben. Ja, ja. Das. Werde ich den geben. Na, dann kümmern wir uns darum. Danke für die Meldung. Sehr gut. Der ist mir beinahe vorne da aufgefahren. Also, das war ganz komisch. Wir sind Schlangenlinien gefahren und also vielleicht ein paar Jugendliche oder so, die zu viel getrunken haben. Aber keine Ahnung. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Danke für die Meldung. Ja. Dann weiß ich, ob man in diesen Partner irgendwie anders reinkommt. Ja, da gibt's mehrere Eingänge, ja. Mhm. Dann würde ich mal zu einem anderen Eingang fahren. Mhm. Da auch erstmal parken, alles weit ausmachen. Und dann, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht lesen wird, aber ich unauffällig dann noch mitzumachen, also würde ich sie mal anschreiben, sie hat ja ein Handy. Mhm. Sie hat ja ein Handy. Dann würde ich ihr schreiben. Hast du ihr eins gekauft? Weil von selber hatte sie keins. Hatte sie? Nein. Da muss ich mal gucken. Nee, ich hab keins. Das ist ein böses Gesicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich stelle halt das Taxi ab, schließe ab und dann gehe ich in den. Also, beispielsweise, wenn sie jetzt Nordeingang rein ist, würde ich zum Süden gehen und nach ihr Ausschau halten erstmal. Okay, Bruce sucht im Park nach seiner Freundin und Samantha geht am Arm ihres Sires auf die Gala und Isaiah auch, zwar nicht am Arm von Samanthas Sire, sondern für sich alleine. Und Dr. Angela wird verfolgt von einem adrett aussehenden, in Anzug gekleideten Typen mit halblangen Haaren. Noch hatte nicht mit dir gesprochen, aber du merkst, dass du verfolgt wirst. Wo willst du überhaupt hin? Ja, ich möchte jetzt eigentlich weiter zum Hospital, deswegen ja, würde ich mich Menge jetzt tatsächlich... Durch. Ja, genau. Würde ich mich jetzt erstmal vielleicht bis hinter den Park begeben und gucken, ob es vielleicht wirklich irgendwelche Schilder gibt, wo steht General Hospital in die Richtung. Hey, du! Hey, stopp mal, bleib mal stehen! Dann bleibe ich stehen und drehe mich um und denke mir, der zweite Kerl, der heute was von mir will, was ist denn los? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, ist doch ein hervorragender Abend, nicht wahr? Ich kam nicht umhin, die kleine Konversation eben mit zu verfolgen. Alles in Ordnung. Ja, so Arschlöcher bin ich gewohnt. Ja. Fürchterlicher Kerl. Der sah auch ganz schön fies aus. Ihr Freund? Ja. Nein, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen. Er lächelt. Heute. Ich ziehe meine Augenbrauen hoch. Was erfreut euch so daran? Ach, ich habe gerade was gehört, was mir gefallen hat. Schauend von oben nach unten ab. Sorry, ich habe heute genug von Anzügen und drehe mich um die weiter. Den trage ich nur, weil mein Chef auf die Gala will. Ist eigentlich ganz cool da drin, glaube ich, sagt er. Aber ich hätte auch nichts gegen eine vernünftige Begleitung, die das Ganze genauso beschissen findet wie ich. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also in diese Gala reinkommen? Ich denke schon. Das sieht nämlich ziemlich exklusiv aus. Was macht denn dein Chef so? Was macht denn dein Chef so? Mein Chef, der macht in Immobilien. Immobilien, so. Ja. Na gut, wenn du mich da reinkriegst, warum nicht? So ein paar Bekanntschaften knüpfen hier ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ja, die beste hast du heute schon geknüpft. John, ich verdrehe meine Augen ein bisschen. Ne? Ich halte ihm die Hand. Dr. Angela Parker. Oh, ein Doktor. Es ist eine Ehre. Na dann, reicht dir so den Arm.
Ich zögere ein paar Sekunden, nehme den Arm dann und lasse mich zurückführen. Hey. Ja. Samantha und ihr Sire erreichen als erstes den Türsteher, der die Einladung kontrolliert. Und ja. Möchte Samantha irgendwas tun, um dran vorbeizukommen, oder überlässt sie das komplett ihrem Sire? Der ist ja momentan nicht so furchtbar zurechnungsfähig irgendwie. Ja, der ist irgendwie ja die ganzen letzten Tage schon so komisch irgendwie. Steht so ein bisschen neben sich, ja. Ja. Ich brauche meine Zettel hier. Er folgt auch gerade der Laufschrift, die irgendwie über dem Eingang ist, ein bisschen so verträumt. Wir haben doch Präsenz. Haben wir. Also du. Ich natürlich auch. Ich bin der Spielleiter. Ich habe sowas. Du hast Majesty. Schleim, Schleim. Ich merke das schon. Ich könnte das verwenden, um den zu überreden, dass er uns reinlässt. Also, du willst keine Einladung sehen. Welche Kraft möchtest du nehmen? Wie heißt die? Das Awe. Das Awe. Ja, ist auch frei. Ja. Ohne Kosten einsetzbar, ja. Genau. Das macht ein Presence. Genau. Versus Composure und Intelligence. Okay. Ich muss mal gerade gucken, ob Mortals da überhaupt irgendwie groß was gegen machen können. In der Regel steht anyone aware that they're being affected. Weiß nicht, wie das ist. Can try to resist. Genau, steht hier auch. Nee, können sie nicht. Ja. Dann brauchst du auch groß nicht würfeln, wenn er sich nicht verteidigt. Gut. Gut. Was macht die Kraft mit ihm? Die würde ihn dazu bringen, dass er denkt, dass es eine sehr gute Ergänzung der Gäste wäre, wenn wir hier mit reinkommen, weil wir mit Sicherheit für diesen guten Zweck spenden werden. Also wir sind ja sehr treu angezogen. Stehst wirklich vor ihm und schaust ihm tief in die Augen und sagst dann irgendwie, wäre doch bestimmt nett, wenn wir hier rein könnten, nicht wahr? Der schaut so kurz, will kurz so auf die Gästeliste runtergucken. Man merkt, ich würde ihm auch ein Trinkgeld zustecken, so nach Motto, wir werden natürlich auch spenden. Ja. Er nimmt das dann auch so an, stopft sich das so irgendwie ins Jackett und will gerade so runtergucken auf die Gästeliste. Und man merkt so, dass er sich im letzten Augenblick anders überlegt und dann das Eingangsband beiseite zieht und euch durchwinkt. Und der Dicke folgt euch. Ich würde ihm vorbeigehen, da noch so eine Kusshand zuwerfen. Er schaut dir so ein bisschen verträumt hinterher. Ja, Isaiah, das ist deine Möglichkeit, mit durchzuschlüpfen. Hinter diesem großen, breitschultrigen Typen mit der Maske auf dem Gesicht. Der vielleicht denkt, es wäre ein Maskenball hier. Ich versuche mich einfach so ein bisschen so, ich sag mal, mit dieser Gruppe zu assoziieren so, und einfach so hinterher zu gehen. Die hat ja jetzt nicht gesagt, diese Frau hat ja jetzt nicht gesagt, wir sind vier Leute oder drei Leute oder was weiß ich, wie viele Leute. Ja. Und ich gehe denen einfach so nach. Ja. Im Sinne von, als würde ich dazugehören. Ja. Mach mal einen Check auf deinen Witz und vielleicht sogar Persuasion in dem Sinn. Es wäre vielleicht ganz passend. Oder das Performance, was du besser kannst. Das kann ich definitiv besser mit Persuasion. Und da würde ich dann eine insgesamt vier Würfel würfeln. Denn ich habe du könntest auch zum Beispiel dein Tier noch extra reizen, um noch einen extra Würfel zu nehmen, wenn du magst. Ab wann Erfolge sind ab 8, ne? Ab 6. Ab 6, okay. Und ich sag mal, du brauchst 2 Erfolge.
braucht zwei Erfolge. Ja, Flocke, okay. Er muss sich nicht reinschleichen, er will sich reinschleichen. Das ist ein Unterschied. Ja, doch, ich glaube, da habe ich sogar, das mache ich jetzt. Das okay, er reizt sein Innere, in den Vampir in sich und würfelt dann mal einen Rouse-Check, seinen sogenannten, das ist ein W10. 6 oder höher ist ein Erfolg. Okay, also ein W10, ja? Das wäre dann eine 2. Tja. Das ist dann kein Erfolg und dementsprechend steigt dein Hunger um einen. Ein. Aber du kriegst den Würfel und du hast jetzt 3 Hungerwürfel bei deinem bei deinem Test. Das heißt, ich darf jetzt 5 würfeln. 4 plus. Ja, das ist doch schon mal. Nee, warte, jetzt habe ich 2 Einser. Das ist schlecht, ne? Ja, es sind 2 Einser und es ist sogar ein Hungerwürfel Einser, aber ist kein Problem, weil du hast die 2 Erfolge, die ich haben wollte, gewürfelt. Das heißt, die Probe ist allgemein bestanden. Warum auch immer sie jetzt hier nicht gewürfelt hat gerade, also nicht sichtbar gewürfelt hat. Hast du die 3D-Würfel bei dir aktiviert? Es könnte sein, dass ich die vorhin ausgeschaltet habe, weil die bei mir irgendwie kaputt waren. Ich habe es jetzt wieder angeschaltet. Ah, okay. Also er hat eine 6, eine 1, eine 8, eine 5 und eine 1 gewürfelt. Und das reicht für die 2 Erfolge, die ich haben wollte von ihm. Und die beiden Einsen machen dem dann nichts. Hast du Glück gehabt, mal wieder. Und du das ist schlängelst dich hinter dem Dicken noch irgendwie mit rein. Und der Typ guckt noch Samantha noch mal hinterher, die gerade so eine Kusshand ihm noch irgendwie entgegenschmeißt und der bemerkt das einfach nicht. Ja. Nachdem wir quasi so ich weiß nicht, 5 Meter in den Raum reingegangen sind, jetzt nicht mehr direkt neben dem Typen stehen, haben die 3 sicherlich bemerkt, dass sich so jemand an die angehängt hat quasi. Und gerade beim Kusshand zurückwerfen ist das ja sicherlich aufgefallen, dass da noch so ein Typ, so ein geleckter Typ. Ja eben, das haben wir ja gerade gewürfelt, ob es auffällt oder nicht. Und das ist halt nicht wirklich aufgefallen. Es ist ziemlich geschickt gemacht im Rücken dieses... Ja. Achso, nee, ich meinte... Kolossus, der vor dir läuft? Ja, ich meinte, dem Dicken und Samantha fällt das wahrscheinlich dann auf, dass ich jetzt so bei denen stehe. Und anscheinend so bei dieser Einladung, die sie sich selbst ausgesprochen hat, quasi so mit reingerutscht bin. Ich gehe da direkt in die Offensive mach so quasi so, ich umarme die jetzt nicht so, aber ich mach so eine Hoverhand-mäßige Geste so, nach dem Motto so, hey, ne, und das so. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Es ist schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Isaiah. Darf ich euch zu einem Getränk einladen? Also ich bin einen Schritt zurückgegangen. Ja, also das ist mir unheimlich. Ich wollte jetzt niemanden anfassen oder so, sondern halt nur so eine verschwörerische Geste machen. So, hey, wir 4, ne, hey, komm, voll gut. Ihr seid meine neuen besten Freunde. Toll, euch kennenzulernen. Wollt ihr was trinken? Ich gebe aus. Also Adam, der neben Samantha läuft, schaut dich an und meint so Andrew. Andrew, Entschuldigung. Alles mit A, fürchterlich. Andrew schaut dich an, schaut so, hast das Gefühl, dass er so kurz so durch dich durchguckt. Irgendwie er guckt so ein bisschen verträumt. Und meint dann so, schön dich kennenzulernen. Ich trinke ein Whisky on the Rocks. Sehr gerne. Für die anderen? Bin ich durstig. Nein, danke. Das tut mir schrecklich leid. Gibt es etwas anderes, womit ich euch den Abend versüßen kann? Ich versuche mich so ein bisschen hinter Andrew zu verstecken. Also so dieses... Die Lady trinkt Bloody Mary. Ich möchte nichts, danke. Dann nehme ich die.
Ja, Entschuldigung. Wollte der Dicke noch was? Er sagt, dann nimmt er sie. Also, in dem Moment, wo er Bloody Mary sagt, lach, mach ich sowieso. Fange mich aber relativ schnell und er beugt sich so und er ist wirklich, du bist ja schon groß, aber er ist halt noch einen Kopf größer als du, beugt sich so zu dir rüber. Auch ungefähr dreimal so breit wahrscheinlich. Und siehst halt diese Messingmaske, die er so quer über dem Gesicht hat und meint so, habe ich einen Witz erzählt? Nein, das ist... Lachst du mich aus? Nein. Das würde ich niemals tun. Eine imposanten... Ein Bild von einem Mann wie euch niemals. Ich nehme zwei Bloody Mary. Lieben gerne. Mit dem breitesten Lächeln. Weil es halt einfach, für ihn ist das im Grunde genommen ein ziemlich dummer Witz. So. Ich meine, für Andrew auch, aber wir wissen es beide nicht. Und das, aber ja. Er denkt gerade, er ist der Schlauste im Raum und er weiß alles und er findet es richtig gut, dass er hier das helle Köpfchen ist. Ja. Und geht jetzt zwei Bloody Mary und ein Whisky on the Rocks holen. Netter Mann, oder? Meint Andrew zu Samantha. Ich würde den jetzt mal am Kragen packen und in irgendeine Ecke schleifen. Schatz, was tust du? Hast du vergessen, was in Sacramento los war? Warum das alles hier so weit gekommen ist? Weil ich Whiskey on the Rocks trinke? Findest du diesen Typen nicht irgendwie ein bisschen gruselig? Den? Nein, warum? Ja. Ich finde den ein bisschen zu offensiv. Offensiv? Der ist mir unheimlich. Meinst du, es ist einer von denen, die uns verfolgen? Vielleicht. Der stand auf einmal direkt hinter uns. Er kriegt so einen bösen Gesichtsausdruck. Und das soll sich herauskriegen lassen. Mach jetzt hier bitte keine Szene. Lass uns einfach hier irgendwo zwischen den Leuten ein bisschen verschwinden. Der Dicke soll ruhig mit ihm trinken. Okay. Ich habe Andrew weggezogen gehabt. Ach so, okay. Auch von ihm, aber der steht dann ein bisschen verlassen, so mitten im Gang. Er ist selber groß, der kann gut auf sich aufpassen. Das ist so ungefähr der Moment, wo ich zum Dicken zurückkomme und die beiden Bloody Marys auf so einem Stehtisch, bei dem wir stehen, quasi so abstelle und den Whiskey on the Rocks. Ich habe für mich selber kein Getränk geholt. Mhm. Er nimmt die so, hat die dann in der Hand. Also die beiden Bloody Marys. Und schaut da so ein bisschen drauf, so von wegen. Und jetzt? Ich nick ihm nochmal ganz freundlich zu und sage, ich muss mich jetzt empfehlen, ich muss noch mit ein paar Menschen mich kurz schließen. Ich sehe eure Freunde nicht mehr. Seid ihr ein Dieb? Ein Dieb? Ich bitte euch, wie kommt ihr auf sowas? Kurz schließen. Ihr meint von Auto kurz? Nein. Ich meine, mit jemandem reden und Gedankenaustausch. Nochmal vielen herzlichen Dank. Ich habe euren Namen gar nicht. Mein Name ist Isaiah. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Genießt den Abend, genießt die Drinks. Bis später. Wenn ihr eure Freunde seht, die irgendwie abhanden gekommen sind, richtet ihnen meine besten Wünsche aus. Auf bald. Okay. Und dann dreht er sich um und macht den Spot-Turn und verschwindet. Ja, Dr. Angela erreicht ebenfalls den Eingang. Und dein Begleiter zückt ein auffälliges, dickes Bündel Geldscheine und wedelt mit denen so, als wäre es eine Eintrittskarte vor dem Gesicht von dem Typen herum. Meint so, hier ist meine Eintrittskarte und legt es dann so auf den Tresen und der Typ nickt einfach nur und winkt euch durch. Du bist gemutet.
Das lief anders, als ich erwartet habe. Wieso? Ich frag einfach am liebsten überhaupt gar nicht erst. Was hast du erwartet? Hast du gewartet, dass ich versage und dass wir nicht reinkommen oder irgendwas? Nein, ich habe gesagt, wir kommen rein. Einfach nur eine Einladung haben. Davon gehe ich normalerweise aus. Das war eine Einladung. Nicht die Art von Einladung, die ich erwartet hätte. Die beste Art von Einladung. Die korrupteste Art von Einladung. Sinnvoll, effektiv. Nun, lass uns einfach reingehen. Gut, schön hier. Warst du hier schon mal? Nein, ich bin erst seit 2 Tagen in dieser Stadt. Oh, ein Neuling. Ja, in der Tat. Ich nehme an, wie ist es bei euch? Wart ihr schon mal hier? Oh, ich bin auf der Durchreise, aber es ist wirklich hervorragend. Vielleicht bleibe ich sogar länger hier, weil irgendwie gefällt es mir hier. Schaut so in deine Richtung. Ja, ich werde auch erstmal mal schauen. Bin eher ungeplant hier gestrandet. Ich muss also aber was soll's. Ganz kurz einwerfen, dass ich das sehr respektieren kann, was für ein Game John einfach hat und also. Ja. So, ja. Was zu trinken vielleicht? Ach, nein, danke, gerade nicht. Aber oh, sag das mal. Das ist traurig. Ihr könnt euch gerne was holen. Als ob ich dich hier alleine stehen lasse. Nein, nein, nein. Ich habe dich jetzt hier reingebracht und das heißt, zumindest eine kleine Verpflichtung, dich für heute ein bisschen zu bespaßen. Was ist denn mit dem Chef? Oh ja, ich suche schon. Ich glaube, da vorne siehst du den Großen da hinten. Der gehört zu uns. Du siehst halt diese Kante von Typ, ja, der so ein bisschen unbeholfen so rechts und links auf die Leute runterguckt, die so neben ihm stehen und irgendwie total verloren aussieht. Mit so 2 Bloody Marys in der Hand. Sehr auffällig. Ja, manchmal ist er so. Aber anscheinend hat er schon was zu trinken für uns geholt. Du willst ja nichts, aber naja. Vielleicht später. Also das ist nicht der Chef, das ist der Hausmeister. Ihr nehmt euren Hausmeister mit auf so eine Gala? Hat er gewonnen in der Tombola. Ich dachte, ihr kommt nur mit dem Geld hier rein. Er ist ja mit dem Chef rein. Er hat die Einladung. Das ergibt irgendwie alles wenig Sinn. Bitte? Der Chef hatte eine Einladung, du aber nicht. Deswegen musstest du mit dem Geld wahrscheinlich deines Chefs eine Einladung reinkaufen. Nein, 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 das war schon mein Geld. Also, so plump bin ich ja nur auch nicht. Na, hoffentlich lohnt es sich für sie. Für mich? Oder dich. Können wir uns eigentlich duzen? Klar, wie gesagt, John. Ja, Angela. Ja. Angela, pass auf. Die werden gleich bestimmt irgendwelche komischen Reden halten, dann wird es ultra langweilig. Mal schauen. Ja, das kenne ich. Vielleicht solltest du doch irgendwann was zu trinken holen oder so. Ja, vielleicht später mal schauen. Tatsächlich habe ich auch schon so die ein oder andere Charity-Gala miterleben dürfen. Als Doktorin bestimmt. Natürlich wird man gerne mal bei sowas auf sowas eingeladen, aber das eigentlich hoffen wir wenigstens, dass gute Musik spielt und man vielleicht ein paar Leute kennenlernt. Ja, wenn ihr neu in der Stadt seid, dann ist das auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Einen guten habt ihr ja schon kennengelernt und das ist Max.
zeigt so hoch zum Hallo Max, klopft ihm so offen, guckt ihn so ein bisschen irgendwie so, hä, wer? Guckt ihm so an. Ach so, ja, hallo. Das ist Angela, das ist Max. Guten Abend. Ich habe so, der hat doch diese Maske auf, ja, richtig? Ja, so eine, genau, so eine messingfarbene Maske quer über dem Gesicht. Ich schaue mir das so ein bisschen so... Kriegsveteran. Ich glaube, Messing ist aber eigentlich nicht besonders gut bei Wunden. Das sieht nur so aus, es ist Plastik. Okay. Es ist offensichtlich kein Plastik. Ich habe schon so einige seltsame Sachen in meinem Ärzteleben gesehen. Ich frage am besten einfach gar nicht bitter nach. Gut, wenn er sich so am wohlsten fühlt, dann soll man es ihm. Ich fühle mich gerade nicht so richtig wohl. Dann kriegt er so einen Ellenbogenschlag ab. Schauen Sie an, ja, ich unter diesen Menschen vielleicht auch nicht so hundertprozentig. Hey, John. Aber es kann ja nur besser werden. Ich mag die irgendwie. Die versteht mich. Abend. So reicht dir so die Hand. So ein Pranke. Ich schüttel. Wahrscheinlich so zwei Finger vor ihm. Ja, I see. Dirty feet ain't got no rhythm. Oh Gott. Ja, wir schwenken wieder, bevor das noch ausartet, wieder zurück in den Park. Und Bruce positioniert sich ja an einem anderen Eingang und versucht einen Überblick zu bekommen, was im Park so los ist. Genau. Und der Park ist tatsächlich gut einsehbar. Also der ist jetzt nicht mega groß. Das heißt, man kann auch, obwohl es dunkel ist, der ist relativ gut beleuchtet. Zumindest die Wege. Und du siehst halt drei Gestalten, wie sie halt irgendwie so zwischen den Wegen halt hin und her laufen. Und eine Gestalt läuft dir gerade entgegen. Mhm. Erkenne ich denn diese Gestalt? Offensichtlich. Sie trägt einen Motorradhelm. Gut, habe ich Anna auf der Vespa jemals gesehen? Ja, hast du schon mal. Ja, dann werde ich sie ja kennen. Dann, ich bin wahrscheinlich schon mal kurz rausgegangen aus dem Taxi, um mal den besseren Überblick zu haben. Mhm. Und dann würde ich ihr so dezent rüberwinken. Man merkt eben äußerlich seine Anspannung überhaupt nicht an, aber sie hat die anderen beiden Gestalten, glaube ich, auch. Dann winkt er so schnell zum Taxi. Und öffnen schon mal die Tür, die hintere Tür, die am nächsten ist. Und steigen dann schon mal ganz dezent ins Taxi ein. Und macht schon mal an. Ja, irgendwie reißt sich so den Kopf ab, nicht den Kopf, nicht den Helm ab. Puff, Asche weg. Nein! Nein, warum? Nein, den Helm ab, schmeißt den hinten auf die Rückbank und meint so, wir müssen schnell irgendwo hin, wo viele Leute sind. Tür zu. Und dann fahre ich schon direkt los. Also während die an. Aber jetzt nicht irgendwie, dass das auffällt, irgendwie eine Reifen quietschen oder sowas, sondern ganz normal fahre ich durch. Und dann sage ich nur so, Männer bleib unten, duck dich. Ja, und so rutscht so weiter runter im Fahrersitz. Mhm. Also hinten, ne, ich habe hier hinten quasi. Ja, sie ist vorne eingestiegen, hat den Helm nach hinten geworfen, das ist jetzt so. Ach so, ja. Ach so, genau. Verhalte ich einfach unauffällig. Und dann mache ich so alle. Das ist schön. Dann fahre ich weiter und fahre so. Ich kenne mich auch relativ gut aus in so einer Gegend, wo so viele kleine Straßen sind, wo man sich auch mal, wenn man jetzt nicht ortskundig wäre, sich auch leicht verfahren könnte. Mhm. Ja, genau. Dann würde ich erstmal so ein bisschen Landgewinn zwischen nehmen und dann vielleicht auch mal so einen Blick in den Rückspiegel werfen. Ja, du siehst halt die zwei Anzugträger und mit schwarzen Anzügen halt aus dem Park herauslaufen, schauen deinem Taxi hinterher und laufen dann wieder in den Park zurück. Mhm. Hör ich irgendwie so Polizeisirenen schon oder so? Nein. Okay, schade. Ja, dann, wie gesagt, fahre ich so ein paar Querstraßen oder so rein. Und dann, Ich sollte mir ein anderes Gefährt suchen. Die haben, glaube ich, das Mofa erkannt.
Allerdings nicht so zur Seite. Was war denn nur, was er war denn unterwegs? Ich hab Hunger? Achso, ja, ich frag ja nur. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Hast du keinen Hunger? Noch schon, aber ich muss arbeiten. Wa? Ich wollte danach machen. Oder zwischendurch mal eine Pause einlegen. Wo warst du denn? So ein bisschen genervt, so in der hier und der Fahrbahn hin und her. Naja, ich war am Motel unterwegs und dann so die Seitenstraßen lang, wo du gesagt hast, wo wenig los ist. Und dann hier um die Ecke gebogen, weil hier so viele, ich wollte wissen, was da auf dieser Gala ist, aber dann kam das Auto. Ich glaube, irgendein Lions Club oder so. Aber Lions Club. Zumindest habe ich so einen Schnöseltypen reingefahren. Alles punkfein, keine Ahnung. Kann auch irgendein Adliger gewesen sein, weiß ich nicht. Blatt geleckt und Hat er wenigstens gutes Trinkgeld gegeben. Nicht so gut wie der Rumäne von der Woche. Aber ja, $5. Ganz gut. Und cool. Zeig jetzt das Portemonnaie, wo so das Geld wahrscheinlich ein bisschen rausquillt. Ich denke, wir sollten sparen. Ich brauche einen neuen fahrbaren Untersatz. Ja, ich habe schon ein bisschen was zurückgelegt gehabt. Letzte Tage. Und ich glaube, wir sollten aus dem Trailer irgendwie raus. Probiere ich schon seit 4 Jahren. Aber ja, die Idee ist gut. Ja. Ich brauche ja keine Lebensmittel. Irgendwas anderes, wo wir hin können? Fällt mir über etwas an. Ich kenne mir in der Stadt relativ umgekommen. Ja, also nichts, was du dir leisten könntest, groß, ne? Also, ja. Könntest mal hin und wieder vielleicht bei Knutzen oder absteigen oder so für eine Nacht, aber nichts langwieriges so. Guck dann so ein bisschen. Wenn alle Stricke reißen, das Obdachlosenheim, aber. Ja, dann sag ich auch so. In der Nacht bei der alten Lady unterkommen, aber die Hotels sind ziemlich teuer hier. Vielleicht noch geht nicht die paar Straßen weiter. Es geht ja um was Dauerhaftes. Ja, ich weiß. Sonst wird mir nur das Obdachlosenheim ein bisschen weiter außerhalb fallen. Aber weiß ich nicht. Also ich meine, der Trailerpark ist schon nicht toll, aber das ist, glaube ich, eher nichts. Von zu zweit. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Ich auch, als ich ankam, aber Amerika ist irgendwie schon scheiße. Ein bisschen rundherum nur. Aber dann müssen wir einfach das Beste daraus machen. Ich gucke so ein bisschen zu ihr und gebe ihr so eine leicht awkward, so eine Faust auf die Schulter. So. Wir packen das schon. Ja, genau. Ja, bevor es noch awkwarder wird, gehen wir zu der anderen awkward-Szenerie wieder zurück. Ja, Samantha und ihr Erschaffer stehen ja in der Ecke und ja, vielleicht beobachtet ihr, wie die anderen beiden da in der Mitte gerade mit irgendjemand Drittem, einer hübsch aussehenden Rockabilly-Frau, neben der Tanzfläche oder was neben diesen, ja, das ist jetzt, das wird wahrscheinlich später mal eine Tanzfläche sein, jetzt momentan stehen da Stehtische, wo die Leute dran stehen. Dieser aufdringliche Typ steht nicht mehr da, oder? Der ist weggegangen, ja. Der hat sich kurz noch mit dem Dicken unterhalten und dann ist er weggegangen. Schatz, bitte konzentrier dich. Auf was? Auf unsere Umgebung, nicht nur auf mich. Ich wollte nachher noch die Ausstellung gucken. Kann man die auch jetzt schon besichtigen? Oder ist das noch irgendwie so abgesperrt, oder? Ja, das ist halt eigentlich eine Hotellobby. Ne? Irgendwie die Statue ist halt verhängt, die soll halt dann feierlich enthüllt werden. Okay. Aber es gibt halt auch noch wahrscheinlich dann so Gemälde, die halt in die Lobby gehängt haben, was so als Ausstellung zählt. Kann man sich jetzt durchaus schon angucken, ja. Dann lass uns doch das gleich machen.
Tanzen kann man eh noch nicht. Oh, später. Aber sei bitte ein bisschen aufmerksam. Nicht nur ich, nicht nur die Gemälde, sondern prinzipiell, was um uns rum passiert. Hm. Du weißt, dass sie dich immer noch suchen, wahrscheinlich. Ich mag und diese Stadt auch. Irgendwie. Es riecht hier gut. Ich glaube, ich hau mal kurz eine runter. Was soll? Was? Au. Konzentrier dich. Ja, geh vor. Gut. Dann lass uns die Gemälde betrachten. Und ich würde ein bisschen die Augen offen halten nach diesem aufdringlichen Kerl. Ja. Nicht, dass der plötzlich wieder hinter uns steht. Ich glaube, der interessiert sich nicht für die Gemälde. Trotzdem. Nein. Ja, Isaiah läuft wahrscheinlich auf der Suche nach irgendwelchen wichtig aussehenden Leuten durch die Gänge und durch die Lobby. Dir fällt eine Person auf, die an so einer Säule steht, auf einen Gehstock gestützt, der mit so einem Drachenkopf-Emblem irgendwie oben hat. Er hat einen relativ altmodisch aussehenden Gehrock an, so ein Gehwrack, und hat einen Adrett auf dem aussehenden Zylinder in der anderen Hand, während er sich mit der einen halt auf den Gehstock stützt. Ansonsten ein kantiges ein Gesicht, und er schaut relativ interessiert auf die Bühne, wo allerdings noch nicht viel los ist. Und dann blickt er so ein bisschen durch die Menge, ein bisschen so, als ob er so ein bisschen ähnlich guckt, so wie du. So, wer ist hier wichtig? Ich gesell mich so zu ihm, stell mich quasi so nicht so direkt vor ihn, sondern so halt so schräg von der Seite, dass wir so ein bisschen in die gleiche Richtung gucken, also leicht ihm zugewandt, und nicke ihm so zu. Ich muss sagen, ihr seht ja famos aus. Ich habe noch niemand gesehen, der heutzutage sowohl Frack als auch Zylinder als auch Gehstock trägt. Das ist ja geradezu klassisch. Klassisch aussehen ist doch immer noch die beste Art, sich vom Pöbel abzuhängen, abzusetzen, nicht wahr? Abzuhängen, abzusetzen, wie sagt man? Abzusetzen. Er hat einen osteuropäischen Akzent. Ich halte meine Hand hin. Isaiah ist mein Name. Isaiah Williams. Pnava. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Pnava. Sie kommen aus Europa? Rumänien. Ah, Rumänien, wunderschönes Land. Bisher nur einmal gesehen während meiner Studienzeit, aber wunderschönes Land. Oh, ich gebe das Kompliment gerne zurück. Ich bin äußerst gerne in dem schönen Texas. Ich komme tatsächlich nicht aus Texas, aber auch mir gefällt es hier. Die Leute machen so hervorragendes Barbecue, gutes Fleisch. Ich verstehe. Machen Sie in Fleisch. Isaiah. Nein, nein, nein. Ich bin Anwalt tatsächlich. Oh, Anwalt. Ja, ich weiß. Die Blutegel auf der Seele des Staates. Ich weiß. Aber wir halten die Dinge am Laufen. Wir in Rumänien würden sagen, die Blutsauger. Ich muss halt auch so wieder so. Unfreiwilliges Lachen. Ja, das sicherlich. Auch das habe ich schon öfter gehört. Das und Schlimmeres hat man mich schon genannt. Aber letzten Endes bin ich dazu da, Probleme zu lösen. Oh, und wenn ich eine Probleme hätte, gibt es in dieser Stadt einige, habe ich gehört. Ach, wirklich? Sehen Sie, ich bin ganz neu hier. Und ich arbeite noch daran, einen Kundenstamm aufzubauen. Und ich sag mal, ich möchte natürlich vermeiden, irgendwelchen Krankenwagen hinterher zu rennen. Welche Art von Anwaltsgeschäften sind Sie denn spezialisiert, Mr. Isaiah? Ich verstehe mich persönlich als vielfältig talentiert, aber mein Hauptfokus liegt einerseits auf Vermögensverwaltung und Strafrechtssachen. Vermögensverwaltung? Ja. Ich habe auch im Zivilrecht einige Male ein wenig im Zivilrecht gearbeitet, aber ich habe jetzt meine
quasi, ich arbeite bei einer kleinen Kanzlei. Und naja, ich muss nur mal schauen, dass ich ja meinen Weg mache hier. Er blickt dich so mit einem schiefen Kopf so an, schaut so einmal hoch und runter an dir. Vermögensverwaltung ist ein äußerst lukratives Geschäft, nehme ich an. Das hoffe ich. Und schwer im Kommen. Immer wenn die Menschen Geld haben, muss es jemand geben, der sich darum kümmert. Die meisten, viele Menschen haben so viel Geld, dass sie nicht wissen, was sie damit tun. Oh. Dabei kann man helfen. Ich weiß. Die meisten Menschen schmeißen mit ihrem Geld quasi um sich. Völlige Verschwendung. Ist das so? Nun sehen Sie, ich bin ein großer Verfechter der Meinung, dass Reichtum kann nur bestehen, wenn man damit anständig wirtschaftet. Und anständig wirtschaften ist wie möglich in Ihrem Sinne? Kluge Investitionen, keine Verschwendung. Und sehen Sie, das ist das eigentliche Problem. Viele Menschen, die es zu etwas Geld, sagen wir 10, 50 Millionen, sowas in der Größenordnung gebracht haben, fangen auf einmal an, das Geld mit beiden Händen auszugeben und denken, es sei unendlich. Sie kaufen Yachten, sie kaufen Häuser, sie kaufen dies, das, tralala. Vielleicht ein Schloss? Ein Schloss, perfektes Beispiel. Etwas in Rumänien zum Beispiel. Aber hervorragende Geldinvestition. Ja, wenn sie denn auch so bleibt. Sehen Sie, häufig versterben dann diese Besitzer, vererben das Geld an 3 bis 5 Kinder, die es daraufhin verschleudern, so hart sie können. Und nach dem Ableben dieser Kinder ist nichts mehr übrig. Oder sehen Sie, sie sind kinderlos und vermachen ihr Geld. Ja, ich weiß noch nicht, an wen ich mein Geld vermachen soll. Sie sind kinderlos. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Sie sind ja, ich meine, Sie stehen doch noch in der Blüte ihrer Jugend. Ja, er ist in der Tat ein bisschen älter, aber gut, du willst ihm wahrscheinlich ein Kompliment machen. Und natürlich. Er grinst dich an und meint so, wie alt schätzen Sie mich, Mr. Jesaja? Wie alt würde ich ihn wirklich schätzen? Und zieh 10 davon ab. Ja, dann würdest du wahrscheinlich irgendwas um die 40 sagen. Ich lüge, ohne rot zu werden. Er nickt nur kurz und setzt ein verschmitztes Lächeln auf. Sie sind mir sympathisch, Mr. Jesaja. Mr. Pnava, Sie mir auch. Vielleicht investiere ich in Ihre kleine Anwaltskanzlei ein bisschen. Haben Sie eine Karte oder so etwas? Ich könnte Ihnen auch eine von mir, Moment, ich schaue einmal nach. Öffnet so seine Innentasche und du kriegst so eine ziemlich nichtssagende Václav Brnava Telefonnummer. Aber zumindest hat sie so einen Silberstich irgendwie. Und das heißt, es ist schon etwas edler, aber relativ nichtssagend. Und da steht halt In- und Export. Sehr gut. Schreibe auf eine. Ich habe noch keine Visitenkarten tatsächlich. Und sie sollten eigentlich diese Woche ankommen, aber. Wie das nun mal ist, wenn man erst eine Woche in der Stadt ist, Dinge funktionieren nicht. Und im Internet bestellen bei Druckereien sowieso immer furchtbar. Ja. Jedenfalls, ich schreibe auf eine Serviette sowohl die Telefonnummer meiner Kanzlei als auch den Namen. Mhm. Der Name ist Turnaround and Partners. Mhm. Und da schreibe ich halt noch die Telefonnummer drauf. Ich sage ihm, sehen Sie, die meiste Zeit, wir sind nicht besonders viele im Büro. Wenn Sie mich persönlich erreichen wollen, ich bin meistens ab 18 Uhr im Büro und arbeite die Nächte durch. Sehen Sie, ich mache ein wenig Trading in Japan und London. Es zahlt sich nicht aus, den Verständlich, ich habe auch mit diesem fürchterlichen Jetlag zu kämpfen. Ja, es ist ein Kreuz. Reicht dir so die Karte herüber und lächelt so ein bisschen und du machst mal bitte einen Test auf Wits und Dexterity. Ja, ich würde gerne einen Test auf Wits und Dexterity machen. dafür werfe ich 5 Würfel, denn ich habe 3 Dex und
Zwei Lutz. Und habe ich jetzt gewürfelt. Ja. Das, trotzdem, die 8, die 8 und die 10 machen die beiden Einsen sowas von wett. Ja, er zieht die, also er reicht dir die Karte hin. Ja. Und wartet, bis du sie halt in die, in deinen, zwischen deine Finger nimmst. Hm. Und zieht sie dann relativ mit Kraft einmal so an, wieder zurück kurz. Ja. Mit der Absicht, dich zu schneiden mit der Karte, weil du merkst jetzt, wo du die Finger drum legst, die ist ziemlich scharfkantig, die Karte. Oh. Und das kriegst du aber mit, weil durch deinen geschafften Test. Und ich überlasse jetzt dir, wie du darauf reagierst. Lässt du dich schneiden oder lässt du sofort los und ja. Kann ich abschätzen, ob ich den für einen Vampir halte? Also OC halte ich den ganz massiv für einen Vampir. Wie gesagt, schwer zu sagen. Der ist halt, ja, er wirkt sehr alt. Ja, was, also für die Leute, die hier sind, nicht sonderlich alt, aber ja, an was erkennt Jesaja denn Vampire? Das ist die Frage. Tja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns nicht berührt. Kalt ist man manchmal so oder so. Er sieht wahrscheinlich nicht, der ist wahrscheinlich ein bisschen bleich. Mhm. Aber das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches für jemanden, der nachts arbeitet. Aber Rumäne! Rumäne! Also, ist jetzt nicht sagen, es ist Klischee, aber klassisch. Habe ich ihn schon gefragt? Ja, ich sollte ihn vielleicht einfach fragen, das ist eine sehr gute Idee. Ich lasse mich schneiden. Ist okay. Okay, lässt dich schneiden. Ich mach so, au! Mhm. Ja, er blickt interessiert auf die. Entschuldigung. Legt dann die Karte auf den Stehtisch neben sich. Ich tue halt so, als würde ich daran lecken. Ja. Schaut interessiert und ja, du hast ja keinen Blutstrom. Möchtest du Blush of Life aktivieren, um Blut zu bluten? Nee, ich tue einfach so, als würde ich mir gerade den Finger so ablecken. Alles und, klar. Dann. Würde mir außerdem mit der anderen Hand dann so lange, würde ich versuchen, die Karte zu nehmen. Mhm. Ich hasse es, mich am Papier zu schneiden. Das ist so unangenehm. Ich muss unbedingt mit diesen amerikanischen Visitenkartenherstellern sprechen. Das ist mir nicht das erste Mal passiert. Ich zucke manchmal ein bisschen. Das Alter, Sie wissen. Gar kein Problem. Ich kenne das. Mein Großvater, Gott hab ihn selig, hatte ein ähnliches Problem, als er auf die späteren Jahre zuging. Übrigens, ja, das ist ein verschleierter Diss gegen ihn, weil ich werde nicht gerne geschnitten. Ja. Ja, gehen wir wieder rüber zu Dr. Angela, die mit den beiden anderen irgendwie gerade redet und da irgendwie ein bisschen awkward steht. Was ist denn so dein Plan jetzt mit der ganzen Situation? Ich nehme an, dass wir auch an einem der Stehtische stehen. Ja. Wenn wir nicht, dann migrieren wir da so langsam. Der Dicke hat immer noch die zweiten Bloody Marys in der Hand. Ja. Und es fällt definitiv auf, dass er nicht trinkt. Ich würde dann dahin nicken und wie kommt er eigentlich an die Getränke? Vor allen Dingen. Fragst du ihn das? Ja. Also. Stehst du hier nur mit den Getränken rum? Sind die für irgendjemanden? Stellt die so auf den Tisch. Schaut so ein bisschen verlegen. Habe ich jemanden festgehalten? Dem Chef? Oder? Ja. Hat er euch einfach so einen Stich gelassen, ne? Ich glaube, er ist weg. Ja, das sieht so aus. Immerhin ist er nicht hier. Das ist gut, oder? John guckt so. Zumindest können wir dann machen, was wir wollen und die Gesellschaft genießen. Sie sind neu hier, Dr. Angela. Haben Sie denn vor, eine Praxis zu eröffnen hier?
Entweder das oder ich habe vor, mal beim General Hospital vorzusprechen. Ich habe schon einige Jahre in einem Hospital in San Antonio gearbeitet. Und die suchen Ärzte? Nein, das wäre eine Initiativbewerbung. Ja. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber ich wünsche auf jeden Fall, dass also ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie das ihre beruflichen Chancen da voll ausnutzen können. Warum sind Sie denn hier und nicht zu Hause geblieben? Oder? Ich hatte einfach einen Tapetenwechsel nötig. Und dann kommt man natürlich in die schönste Stadt von Texas. Ich habe noch nicht genug von der Stadt gesehen, um zu sagen, dass sie die schönste ist, aber sie hat auf jeden Fall ihren Charme. Das muss ich sagen. Ihren Charme? Das habe ich gesagt, ja. Ich finde, die Stadt ist auf jeden Fall in den letzten paar Minuten wesentlich attraktiver geworden, als ich sie für vorher gehalten habe. Wie gesagt, ich wollte eigentlich auf der Durchreise, aber ich glaube, ich bleibe doch, wenn ich den Chef überzeugen kann, dann bleiben wir noch etwas länger hier. Auf der Durchreise wohin eigentlich? Merkst du, dass er deutlich überlegen muss und sich das wahrscheinlich noch nicht so richtig nach Dallas. Ah, nach Dallas. Ich auch gehört, dass es eine sehr interessante Stadt sein soll. Aber nicht so ganz meins tatsächlich. Und das Ganze auf Geschäftsreise oder privat? Nun, gerade weil es halt mit dem Chef unterwegs ist. Wir sind mit dem Chef natürlich geschäftlich unterwegs. Leider ist die Arbeit ruft immer. Aber wer hat halt solche Abende wie heute? Da genießt man doch mal, dass man das auf seinen Lohncheck schreiben darf. Das kann ich mir vorstellen. Ich wünschte ja, wir würden noch eine Ärztin gut brauchen können für unsere Firma, aber eine Immobilienfirma mit Ärzten. Nein, das ist tatsächlich nicht so ganz dasselbe Metier. Noch nicht mal was, wo man einen Sanitäter gebrauchen könnte. Oh, wenn Sie wüssten. Aber mit welche Fachrichtung sind Sie denn? Allgemeinmedizin, Richtung Gynäkologie. Schaut so. Ich glaube, das könnten wir wirklich nicht gebrauchen. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Vielleicht Sam. Nein. Ich nehme an, dass Sam auch eine Mitarbeiterin ist. Leider ja. Leider? Das hat sie ist neu in der Firma und lästig, wenn sie mich fragen. Aber ich habe ihnen das nicht gesagt. Der Chef hat einen Narren an ihr gefressen. Ah, so ist das. Mehr zum hübsch Aussehen da, ja? Definitiv nur zum hübsch Aussehen. Von sonst nichts, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dein Chef ist mir jetzt schon nicht besonders sympathisch. Ist das so? In der Tat. Ja. Haben Sie Verstehst du, ich bin kein großer Fan davon, wenn man Frauen nur als hübsches, dummes Anhängsel ansieht. Ja, und fürchterlich. Glaube, das würde ich natürlich niemals machen, aber der Chef. Ich schaue ihn nochmal abschätzend an. Immerhin hat er mir gerade zugestimmt, als ich gesagt habe, dass er nicht zum Gutaussehen da ist. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen. Gut aussehen tut sie ja. Und naja, wenn man sagt, dass Frauen nicht nur zum Gutaussehen daneben stehen sollen, muss ich zustimmen. Allerdings sollte die Frau dann doch irgendwie was
beitragen, oder? Einfach nur da sein ist jetzt auch nicht so ein guter Beitrag für eine Firma? Es ist halt die Frage, was für eine Chance die Firma ergibt, denn beizutragen. Und ich also meinen Job so kriegt sie nicht. Was ist denn dein Job? Ich bin das Gehirn der Firma, müssen Sie wissen. Von mir kommen die Ideen. Ist das so? Man sieht es vielleicht nicht, aber unter diesem hübschen Gesicht ist eines der intelligentesten Köpfchen ganz Amerikas. Okay, und ich prahle schon wieder und ich weiß, ich sollte nicht prahlen, aber naja, okay, ich halte mich für den Besten und ich bin es auch. Man hört nur so, wie Angela mit ihren manikürten Fingernägeln über den Tisch klappert, nicht besonders beeindruckt aussehend. Wissen Sie, wer weiß du? Das habe ich schon viel zu oft gehört. Ja. Ich kann mir das denken. Und wahrscheinlich auch ziemlich oft genauso reagiert wie jetzt. Ein paar Mal vielleicht. Weißt Ouch. Du, ich... Autsch! Angela, Autsch! Ich stehe mehr auf Taten als auf Worte. Deswegen nimm's mir nicht übel, aber es ist mir doch gerade ein bisschen zu viel geschwätzt. Oh, dann unterhalten wir uns über was Besseres. Du hast gefragt, was ich mache. Ich habe nicht von mir angefangen zu erzählen. Nein, du hast nur angefangen zu prahlen, wie toll und super und gut aussehend du doch bist. Bin ich nicht? Findest du mich nicht halbwegs gut aussehend? Es gibt Schlimmeres, aber... Ich wusste es, ich wusste es. Damn! Aber wir müssen wirklich mal über was anderes reden. Ihr seid ja offensichtlich alle mit dem Grund hier hingekommen, wirklich zu dieser Gala zu gehen. Was für Leute reden hier eigentlich? Was genau, für was eigentlich wird hier gesammelt? Ich selber habe das Ganze ja nur eher zufällig gesehen. Ich glaube, diese Statue wird gleich irgendwann enthüllt. Und dann geht irgendeiner mit einem Hut rum und säuft irgendwie für die... Hier ist bald irgendwie eine Wahl, glaube ich. Und dann wird halt gesammelt. Eine Wahl. Ja. Also. Und so. Ich glaube, der ist Demokrat oder so. Die Politiker lassen ja Statuen von sich selber meißeln. Ich weiß echt nicht, was da drunter ist. Sollen wir mal gucken gehen? Oder lassen wir es überraschen, bis sie enthüllt wird. Ach, so ein kleiner Blick unter den Vorhang. Du gefällst mir. Wäre schon ganz interessant. Ja, und ihr tigert Richtung Statue. Mhm. Ja. Und Bruce fährt weiter mit seinem Taxi nach Hause oder zur Bar. Wo fährst du mit Anna hin? Ich würde sie wahrscheinlich erstmal generell fragen, wo sie denn hin möchte oder was sie jetzt genau noch vorhat. Ich muss arbeiten. Das weiß ich. Aber hast du schon eine Idee, wo du hin willst? Irgendwo, wo ich was essen kann. Okay. Klingt gut. Und ich suche mal irgendeine Stelle, wo vielleicht noch eine andere Bar ist. So irgendwie, wo ein bisschen mehr los ist. Also da, wo ich bin, ist ja mehr so. Mhm. Kommst du mit rein? Ich muss noch arbeiten. Du weißt ja selber, wir müssen irgendwie aus dem Trailer raus. Ja, und wenn ich Glück habe und ich krieg noch so einen reichen Schnösel, dann könnte das gar nicht mal so lange dauern. Ja. Dann habe ich wieder nichts von dir die ganze Nacht, ich war?
Komm auf an. Ich muss gucken. Die ganze Aktion muss ich, ist mir ein Auffallfehler angegangen, aber probier mich zu melden. Hast du. Du hast kein Telefon. Nein. Guckst dir so ein bisschen. Er überlegt so ein bisschen. Okay. Braucht man eins? Das wäre ganz praktisch. Dann können wir uns schreiben. Du kennst das nicht. Ich dachte, man telefoniert mit einem Telefon. Ja. Und mittlerweile gibt es so. Ich erkläre dir das später nochmal irgendwann. Ich nehme kurz mein uraltes Smartphone raus. Und, so Nokia. Nee. Es ist schon noch ein Smartphone. Okay. Aber es ist so in so einer sehr, sehr praktischen Hülle, die auch weit über das Display ragt. Das kann man auch wie Nokia auf den Boden schmeißen lassen und passiert nichts. Und dann öffne ich so eine Messaging-App, WhatsApp, wie auch immer. Und dann sage ich dann so, das kann man mittlerweile auch einfacher machen. Du brauchst nicht immer so telefonieren. Zipp dann irgendwie so eine Nachricht ein und schick sie an mich selber. So, weißt du? Und dann zeige ich dir das so vor. Das ist einfacher als telefonieren. Aber ich erkläre dir das später nochmal. Ja. Ich kann sagen, das wird schon. Ich habe noch ein altes davon zu Hause, das kannst du haben. Ja. Wenn ich das brauche? Auf jeden Fall. Also, ich benutze das jetzt auch nicht so viel wie die Kids heutzutage, aber das kann nicht schaden. Aber wie gesagt, ich muss jetzt auch los. Die Arbeit und so. Ja, springt aus dem Auto, schaut sich so um und man merkt, dass sie so ein bisschen zittert. Alles okay? Ich hab Hunger, so, sag ich doch schon. Ach so. Ich bin da. Ja, Entschuldigung. Wir sehen uns später. Ja. Du fährst los. Lässt sie in diesem Club irgendwie, an der Seite des Clubs irgendwie raus. Und fährst wieder deine Gott. Runden. Vielleicht mit einem unguten Gefühl. Mhm. Ja. Und wir springen ein allerletztes Mal noch zu Samantha herüber, die sich die Gemälde betrachtet mit Andrew. Und es ist Standardkram, was halt in so einer Hotellobby halt sich irgendwie schick macht. Also es ist, ich weiß jetzt auch nicht, wie gut sich Samantha mit Kunst auskennt, so, aber ja, man merkt auch, Andrew ist nicht not amused, not begeistert. Das ist keine Kunst. Tja, es ist auch nicht der Louvre. Oh. Wie sieht's aus? Sollen wir uns mal irgendwie langsam das Essen besorgen? Gute Idee. Schaut so in die Menge, also wie hat so ein bisschen Abstand zu der Menge. Willst du was besorgen oder soll ich? Besorg du. Hervorragend. Ja, stellt sich, mischt sich erstmal unter die Leute, irgendwie sucht zielsicher irgend so einen Stehtisch mit Leuten, die so ein bisschen aussehen, als wären sie eher so am Rande der Gesellschaft. Also dieser Gesellschaft, sehen nicht wichtig aus. Ja, und man merkt so instant, dass die ganzen Leute so alle direkt auf ihn drauf gucken. Und du beobachtest das von Weitem? Ich. Oder gehst du mit? Ich würde langsam dann hinterher schlendern. Ja. Also ich lasse ihm den Vortritt. Okay, dann läuft er einen Tick vor. Und dann merkst du, dass sich jemand neben dich stellt. Eine junge Frau. Stellt sich neben dich. Auch in so einem Kostüm. Guten Abend. Dann. Abend. Ich würde sie anschauen. Also. Interessanten Begleiter haben Sie da. Wie meinen Sie? Ist doch Ihr Begleiter, oder nicht? Schon, aber was meinen Sie mit interessant?
Er zieht alle Blicke auf sich. Sind nicht eifersüchtig oder so? Ach, wissen Sie, es ist doch schön, wenn das bewundert wird, was angehört. Oh, ist das so? Komm. Also irgendwie random Tussi. Sag du es mir. Oder? Hast du sie noch nie gesehen vorher? Okay. Aber entschuldigen Sie mich, ich glaube, mein Platz ist an seiner Seite. Oh, das wird dann wohl so sein. Erlauben Sie mir, dass ich Sie begleite? Wenn Sie meinen. Ja, der Andrew kommt euch inzwischen auch entgegen und mit gefolgt die Traube von den Leuten. Es ist, ja. Lächelt dich an. Oh, wen hast du denn da mitgebracht? Guten Abend. Jemand, der dich interessant findet. Ich weiß nicht, Vampire spüren schon noch Schmerzen, oder? Vampire spüren Schmerzen, ja. Gut, ich würde nach seinen Handgelenken greifen und ihn in das Handgelenk kneifen, nach Motto dieses Hör auf, du übertreibst Zeichen, was wir vorher irgendwann mal ausgemacht hatten aus diesen Gründen. Mhm. Ja, sie, ja, und wen hast du da? Guerrero. Schön, sie kennenzulernen. Ich bin Wahlhelferin des Bürgermeisters. Wenn man das so nennen kann. Was heißt, wenn man das so nennen kann? Sind sie es oder sind sie es nicht? Ich halte mich gerne ein bisschen im Hintergrund und ja, ich lasse nicht so raushängen. Aber heute, in dieser illustren Runde hier, ist dieser Titel wohl ganz angebracht. Allerdings, dadurch, dass ich die Wahlhelferin des Bürgermeisters bin, weiß ich auch ganz genau, wen ich eingeladen habe und wen nicht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Dann sollten Sie vielleicht Ihr Personal, was den Einlass kontrolliert, besser auswählen. Ich glaube, er hatte keine Chance. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie das meinen, aber... Hey, ihr. Vielleicht kann, sollten Sie besser die Veranstaltung geht gleich los. Stecken. Da hinten sind noch 4 freie Plätze. Lasst uns mal kurz alleine hier. Die Leute gehen, gerade jetzt, wo dein Sire halt auch die Präsenz hat fallen lassen. Und sie wirkt sehr bestimmt, als sie das irgendwie sagt. Mhm. Und es rauscht so ein bisschen in deinem Ohr, dieses geht, da hinten sind freie Plätze. Hatte ich ja gerade eben schon draußen vor der Tür irgendwie. Ja, sowas Ähnliches hast du eben schon mal mitgekriegt, ja. Also, ihr seid hier ohne Einladung und darf ich fragen, warum? Also, wir sind neu in der Stadt. Um uns nicht misszuverstehen, ich habe nichts dagegen, dass ihr hier seid. Oh, neu in der Stadt. Ja. Wir wollten uns mal umsehen. Den Pub haben wir schon gesehen, und zwar nach Tanzen. Gut. Den Pub draußen an der Straße. Genau diese. Dann seid ihr im Motel wahrscheinlich untergekommen. Ja. Gut zu wissen. Euch ist nicht irgendwie in den Sinn gekommen, dass ihr vielleicht jemanden sucht, der euch in der Stadt willkommen heißt? Wir haben keinen gesehen, meint Andrew. Das hat seine Gründe. Aber ihr wurdet gesehen.
Wir haben momentan ein bisschen Probleme der einen oder anderen Art. Deswegen sind wir nicht so offensiv. Und deswegen würde ich euch auch raten, auch weniger offensiv hier zu sein. Ich guck mal um, ob dieser aufdringliche Typ irgendwo zu sehen ist. Ja, der steht. Ja, ist der. Ja, der steht irgendwie quer, nicht ganz auf der anderen Seite des Raums, aber näher an der Bühne und redet mit einem älteren Herrn. Dann würde ich das dem da aber auch sagen. Oh, das werde ich noch. Ich muss ja nur irgendwo anfangen. Unschuldig, wie ein Lamm. Gehen wir zusammen rüber. Gut. Gut, seien Sie meine Gäste. Ja. Sie stolziert rüber zu dir und sagt dann guten Abend, Pnava, und guten Abend, Herr Mr. Williams. Williams. Isaiah Williams. Isaiah Williams. Mit wem habe ich die Ehre? Oh, Guerrero. Schön, Sie kennenzulernen. Victoria Guerrero. Wissen Sie... Ein wunderschöner Name. Kennen Sie und Mr. Pnava sich bereits? Oh, wir kennen uns. Wunderschön. Eine Bekannte von Ihnen, eine Freundin? Er grinst dich so an. Freundin würde ich nicht behaupten. Dafür sind wir auf einer viel zu geschäftlichen Ebene verbandelt, aber ich weiß sie zu schätzen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich kann es mir vorstellen. Ich gucke sie so an. Ich weiß sie auch zu schätzen. Sie zieht so eine Augenbraue hoch. Mr. Williams war das, nicht wahr? Ja. Gut. Was führt Sie her, wenn ich fragen darf? Geschäft. Das dachte ich mir. Wie ich Mr. Pnava gerade erklärt habe, ich arbeite für eine kleine Anwaltskanzlei. Ich mache in Vermögensberatung und Strafrecht. Ich bin sicher, dass Sie das tun oder getan haben. Nein, nicht getan habe. Tue. Die Kanzlei heißt Turnaround and Partners. Ich weiß. Oh, Sie wissen, Sie haben von uns gehört. Das freut mich. Können wir Sie vielleicht demnächst als unsere erste Kunden begrüßen? Geschäfte mache ich gerne. Vielleicht jetzt nicht in diesem Umfeld hier, aber wir können gerne darüber reden, wenn wir demnächst einmal etwas und nicht so förmlichen Umgebung uns vielleicht noch einmal treffen. Lieben gerne. Wollen Sie mal mit mir essen gehen? Bitte? Essen? Ja. nein, ich glaube, das wäre mir dann zu förmlich, wenn Sie verstehen. Er nickt und lächelt, er hat aber keine Ahnung, was sie meint. Gut. Mr. Williams. Ja. Sie sind nicht eingeladen. Sie sind seit ein paar Tagen in der Stadt. Und Sie haben ja eine Firma aufgemacht. Ich habe nichts dagegen, dass Sie diese Firma aufmachen, aber... ja, auch kein Gesetz dagegen. Das ist richtig. Zumindest nicht in diesem Sinne. Wissen Sie, die Leute, für die ich arbeite, hätten es ganz gerne, wenn man ihre Gesetze befolgt, und sie wissen genau, dass es einige Gesetze gibt, die man eher befolgen sollte als andere Gesetze, wenn sie wissen, was ich meine. Gar keine Frage. Die Leute, für die sie arbeiten, würde ich liebend gerne mal kennenlernen. Abgesehen von Mr. Pnava, den ich ja offenbar schon kennengelernt habe. Ein wundervoller Mensch. Ich gebe ihm so zu. Und auch ihre wundervolle Begleitung, ich weise so auf Sam, habe ich ja auch schon kennengelernt. Übrigens, die Frau, die mich quasi eingeladen hat. Ordnung, habe ich bemerkt. Eingeladen, das ist ein guter Begriff, ja. Gut. Dreistigkeit gewinnt. Ja. Gut, Mr., wie war nochmal Ihr Name? Dreht sich rum zu Andrew. Der schaut so fragend in deine Richtung. Smith.
Mr. Smith. Die anderen aus ihrer Gruppe könnten wir dann vielleicht auch mal einsammeln. Ja. Er reißt sich von Samantha los und geht rüber zu dem zu John und zum Dicken. Und Dr. Angela sieht, wie ein ziemlich gut aussehender Mann irgendwie auf euch als Gruppe zukommt. Oh, der Chef, meint John. Also kurz bevor er in der Statue ankommt. Ich sehe wahrscheinlich auch Jesaja. Ja, der ist halt irgendwie, wenn er mitgegangen ist. Achso, kommt er mit oder nicht? Bist du mitgegangen, Jesaja? Ich glaube nicht, dass die mich einfach so gehen lassen wollen, oder? Nee. Also, jetzt mal so. Nee, ich bleib genau da stehen, wo ich bin. Das ist sehr gut hier. Aber vielleicht, wenn die rüberkommen, dann. Oder gehe ich da jetzt einfach. Mit rüber, John? Du kannst deine Freundin hier kurz alleine lassen, denke ich. Och. Weißt du, was ich hören kann, kannst du ja auch hören. Schaut so in deine Richtung, so von wegen, war das richtig? Ich glaube, das geht mir gerade alles zu schnell hier. An der Stelle gucke ich ja quasi dem auch hinterher und sehe dann auch Angela und würde dann so. Hallo. Witzig, wie man sich heute immer zweimal über den Weg läuft. Sage ich so. Ich mache nur Facepalm. Und der Abend hat. Nein, eigentlich hat der Abend scheiße angefangen. Ist egal, ich komme mit. So, ja, prima, dass ich sie alle beieinander habe. Sie führt euch so in den Seitenraum, macht so eine Tür auf und meint dann so, wo wir jetzt ein bisschen unter uns sind. Willkommen in dieser kleinen, süßen Stadt. Mein Name ist Victoria. Und ich bin derjenige, vor dem ihr euch verantworten müsst, wenn ihr hier irgendwas zu tun habt. Ich gucke die anderen so mehr oder weniger aus dem Augenwinkel an, so, was? Ja, und ich denke, mit dieser kleinen Szene können wir, willst du noch eine Sache, darfst du noch sagen? Einen letzten Satz. Würde mich quasi tief vor ihr verneigen und sagen, mein Name ist Isaiah Williams, meine Erzeugerin ist Zoe Noble. Ich bin hier, um den Zielen der Kamarilla zu dienen. Das ist mein letzter Satz. So. Ja, mal sehen, wie das ankommt. Aber gut. Gut, es ist eine spannende Sache, wenn wir das nächste Mal spielen, wie das dann ist. Tja, Bruce haben wir leider nicht auf den Ball gekriegt, aber mal gucken. Zumindest die anderen haben wir alle zusammen. Und Bruce kriegen wir sicherlich auch noch irgendwie dazu. Aber das ist die Herausforderung. Genau, das ist die Herausforderung. Ich möchte mich übrigens an der Stelle ganz kurz entschuldigen für Isaiahs unmögliches Benehmen, aber es hat mir tierischen Spaß gemacht. Das ist vollkommen alles gut. Wer braucht mal Calviana, wenn er dich als Ventru hat? Tja. Vielleicht seid ihr einem Mal Calviana ja schon begegnet, wer weiß. Der John, der faked das nur mit. John Fake das? Ja. Mit dem Ventru? Vielleicht faked auch der Dicke nur sein Nosferatu-Dasein mit der Maske. Oh ja, bitte, next bitte! Ja, wer weiß. Ich bedanke mich fürs Spielen. Es war sehr kurzweilig, wenn ich jetzt eben auf die Uhr geguckt habe und schon gesehen habe, dass wir schon 23 Uhr haben. Es ist deutlich anders, als wenn man so ein One-on-One spielt. Ich muss halt gucken, dass ich euch irgendwie zusammenkriege. Ist mir ja noch nicht gelungen heute, von daher. Aber dafür wurde ich heute ganz oft gekrault, das macht alles wieder gut. wie hat's euch gefallen, so als Spieler bisher? Ist mir nicht viel passiert. Ich fand's super.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich eine totale Abneigung dagegen, arrogante und, ich sag mal so, halt Ventrus zu spielen im Grunde genommen. Und ich spiele eigentlich extrem selten Vampire und das ist was Schönes, mal gegen seinen eigenen, also gegen seinen Standardtyp sozusagen zu spielen und dabei aber auch so eine Truppe zu haben, die das mitmacht. Ja. Und auch, ich sag mal, schon einen perfekten Gegenpol zu haben in Dr. Angela. Ja. Das macht. Ja, Bruce und Sam mampfen irgendwie nebenher Popcorn und schauen euch zu, wie ihr euch da prügelt. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon hier die Kritik, so im Gruppenchat, wir sind eine große, glückliche Familie und so, das wird ganz super. Ja. Ich finde es auch, ich glaube, ich habe noch ein bisschen zu sehr auf mein, ich akzeptiere alle erstmal so, wie sie sind und gegen meinen Feministen an die Macht gespielt. Da muss ich noch ein bisschen drin rumkniffeln, aber es ist schon ganz lustig. Ja, man kann ja nicht immer alles gleichzeitig befolgen. Außerdem ist John echt ja, wenn er will, kann er ganz nett sein. Ja, und er versucht gerade tatsächlich sehr stark und Angela kann das irgendwie mehr oder weniger appreciaten, solange er dabei kein Arsch ist. Oh, er kann ein Arsch sein. Ja, ich hab's bisher noch nicht erlebt. Wenn Angela das will, kann er sowas von ein Arsch sein. Nein. Ich hab halt auch das Prelude ehrlich gesagt nicht gesehen, deswegen kenne ich ihn noch nicht. Ja, das ist da umso besser. Dann mach mal, bitte. Umso besser. Ich warte noch dringend auf deine Geschichte. Ich habe sie extra nicht gelesen, weil ich sie hören möchte. Ja, ich habe schon angefangen und ich muss momentan so ein bisschen zwischen Bauarbeitern, weil die hier bei uns an den Heizungsrohren wieder am Umarbeiten sind. Einem sehr nervigen Kleinkind über mir und auch meinen nervigen Eltern rumherum arbeiten, das ist ein bisschen schwierig. Also es gibt so ein paar... Habt ihr zwei das schon mitbekommen, dass ihr schon euren eigenen Hashtag habt? Was? Raguma Lilio? Oh. Ich hab das nur gerade hier in wo denn noch? Nicht nur Klingende Nacht bietet Liebe und Romantik, sondern auch in Vampire V5. Wir arbeiten daran, dass der Clan Bruja und der Clan Ventrue zusammenkommen. Ja. Wie war das? War das irgendwie Star-Crossed Lovers oder sowas? Ja, das, wir machen jetzt hier Shakespeare. Ah. Ich glaube, da kommen wir nicht so richtig zueinander, aber... Ganz ehrlich, also generell Angelas Liebesbeziehungen waren alle bisher so ein bisschen Love-Hate, das heißt, du würdest eigentlich total in das beutende Schema fallen. Nein! Wer weiß, das gäbe noch eine weitere wunderschöne Ebene zu unserem Problem. Ja. Ich bin auch schon sehr gespannt, wenn Dr. Angela auf Anna trifft, weil ich glaube, die verstehen sich, glaube ich, ziemlich gut. Mhm. Mal schauen. Ja, es gibt so ein paar lose Handlungsstränge, die man heute so ein bisschen angerissen hat. Zumindest einige der illustren Vampirgestalten habt ihr heute auch getroffen, die Stadt so bietet. Und, der Rumäne. Ja, den finde ich sehr schön. zumindest gibt er besseres Trinkgeld als die Isaiah. Also, ja. Oder als hier, scheiß immer noch kein Geld. Ja, der Rumäne schon. ja. Die Gynäkologin aus der obdachlosen Unterkunft und der Snob. Und das Snob. It's going down for real. Oh. Weißt du Bescheid? Ja. Also, Geschichten, wie sie nur das wahre Leben schreiben kann, warte. Wenn wir es irgendwie schaffen, werden wir jetzt jede zweite Woche euch mit einer Folge beglücken. Und haltet mal auf dem Nordpol, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Ausschau nach Blood and Sand. Und oder folgt mir auf Twitter oder der Feramin. Die retweetet, glaube ich, mein Zeug immer. Braver Retweet-Sklave. Hätte man nicht vergessen, auf Facebook das zu posten, verdammt. Oh.
fürchterlich. Yep. Böse Facebook. Wir haben jemand anderes, der Facebook-Werbung für uns macht. Ganz bestimmt. Ich kann mir denken, wer das ist. Dankeschön, wenn ihr das macht. Ja, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, dann könnt ihr allgemein Werbung machen, natürlich. Freue ich mich super drüber. Und die anderen sicherlich auch. Und ja, wann es weitergeht, findet ihr, wie gesagt, auf dem Nordpol oder auf Twitter heraus. Und diesen Mittwoch geht es weiter mit Klingen der Nacht. Da kann ich mal Werbung für machen. Ansonsten würde ich mal kurz hier reinschauen, wer heute alles da war. Oh, eine ganze lange Liste haben wir hier. Wir haben Apple Bad Apple. Wir haben Alun. Wir haben, oh, da ist Araigumark schon mal. Warte mal. Bin dabei gewesen. Ja. Jetzt bist du Mod. So. Hammer. Wie sich das von Ventru gehört. Dankeschön. Commander Very Root, Demonic Sugar, der Kakko ist ohne der Kakko. Krieg ich auch Mod? Willst du auch Mod sein? Natürlich will ich auch ein Schwert haben, Mann. Bitteschön. Danke. Also der Kakko kriegt auch ein Schwert. So. Der kann das als Gangrel gut gebrauchen. So. der Drex war da, der Fitzbang. Flocke, da freue ich mich ganz besonders drüber, weil wenn ihr am Anfang schon hier wart, habt ihr gelesen, der Araiguma spielt hier nur mit, weil Flocke auf der RPC mit ihm mal Vampire gespielt hat. Ja, also müssen wir es alle mal... Hat er sehr, sehr gut gemacht. Müssen wir uns bei Flocke bedanken. Dankeschön. Und ja, Shoutout an Flocke, das war super cool. Ich habe leider deinen Charakter geklaut, den du mir gegeben hast. Das war ein cooler Nossi. Danke dafür. Ich glaube, den... hat sie dir gerne gegeben. ja, Frostwhite Phoenix, Mondnebel, Mondschatten. Wahnsinn, zweimal Mond. Mr. Magister, Ophelios, Positivity Bot, Schattenjäger 82, Sir Kai, Skinny Seahorse, immer noch der coolste Name, seit ich Skinny Seahorse gelesen habe. Und Slow Cool Spoon, Steelhammer, Topsy, V&K, Virgoprotz. Oh Gott. Xalekrix. Xalekrix. Legt euch doch mal vernünftige Nicknames zu, die man vorlesen kann, verdammte Scheiße. Nein, das ist Harlekin mit zwei X an außen. Ach so, der Harlekin. Ja doch, okay, jetzt erkenne ich's. Trotzdem kein vernünftiger Nickname. Und der Jairobi, den dürfen wir nicht vergessen, weil der ja auch immer ganz toll Kommentare hinterlässt. Danke nochmal, Jairobi, für den Kommentar, den er heute auf YouTube hinterlassen hat. Apropos, wenn ihr auf YouTube schaut, nachschaut, ja, hinterlasst uns bitte einen Kommentar, wenn ihr es halbwegs vernünftig fandet. Und dann freuen wir uns immer ganz doll. Und ich reiche das doch immer an die Gruppe weiter, wenn ihr kommentiert. Und ihr glaubt gar nicht, wie motivierend sowas sein kann, wenn auf ihr uns ein klein bisschen Feedback gebt. Ich bin schon total fasziniert davon, dass es einfach 20 Leute gibt, die uns zugeguckt haben bei dabei. Also, voll, also krass. Ja, und das sind 20 Leute, die kein Hogwarts geguckt haben. Das ist, finde ich, erstaunlich. Ja, wir hatten ja das da auch massive harte Konkurrenz heute. Harte Konkurrenz, ja. Dabei ist der Mischka echt gut mit dem Hogwarts. Also wenn ich heute nicht gespielt hätte, hätte ich auf jeden Fall Hogwarts gucken wollen. Also, wenn ihr jetzt hier fertig geguckt habt, guckt ihr nochmal bei Mischka, wenn er noch dran ist, auf jeden Fall vorbei, sagt Hallo von mir. Und falls er auch schon fertig ist, sofort nachgucken. Weil, geile Runde. Deshalb, ich ziehe meinen Hut vor all den Leuten, die heute uns zugeguckt haben. Vielen Dank. Ja, Dankeschön, genau. Heute war noch eine dritte Runde, glaube ich. Mein Gott. Das Pool rastet aus. Guck mal, der Zu hat Alter auch noch gestreamt, ja? Oh. Der Theaterritter und der Azrael. Ja, also wow. Die guckt ihr dann direkt, nachdem ihr Hogwarts zu Ende geguckt habt, guckt ihr auch Azrael und Zu, ja, und ja, also Dankeschön, dass ihr bei uns dabei wart, danke, 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 und ja, bis zum nächsten Mal, den Segen der Nacht. Ciao. Ciao. Bye, bye. Ciao.